Vielen Dank, Herr Schoch. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, hier heute da sein zu können und Ihnen mein Wissen in Sachen Online-Marketing, aber natürlich insbesondere mein Wissen zur Webseitengestaltung im B2B-Bereich zur Verfügung stellen zu können. Wie gesagt, mein Name ist Marc Bohlmann. Ich bin bei der Heintel Internet AG zuständig für den Themenbereich Online-Marketing, vor allem für die Beratung. Ich berate also unsere Kunden und unsere angehenden Kundinnen und Kunden darüber, was möglich ist in Sachen Marketing im Online-Bereich. Und heute soll es eben um die zeitgemäße Webseitengestaltung im B2B gehen. Vielleicht gleich vorweg ein kurzer Hinweis, weil der Titel Webseitengestaltung es vielleicht suggerieren mag. Es soll heute weniger um die grafische Gestaltung und das Design gehen. Vielmehr möchte ich einen ganzheitlichen Blick auf die Webseite werfen. Was muss eine Webseite im B2B-Bereich können? Wie muss die aussehen? Ist sicherlich auch ein Teil, aber vielmehr soll es auch darum gehen, welche Funktionen sie haben muss, welche Inhalte notwendig sind. Und auch den Blick ein bisschen von außerhalb auf die Webseite werfen im Sinne von strategischen Gesichtspunkten. Also welche Zielsetzungen muss man sich denn überhaupt setzen, damit man eine erfolgreiche B2B-Webseite hat, die dann, so der Untertitel, Impulse für eine erfolgreiche Lead-Generierung eben schafft. Ja, die Webseite, warum ist sie im Online-Marketing überhaupt so wichtig? Das ist klar im B2C und im D2C, also im Business-to-Consumer-Bereich und im Direct-to-Consumer-Bereich natürlich ein Dreh- und Angelpunkt, um über die Produkte, die man hat und verkauft, zu informieren und sie natürlich dann mit Hilfe eines Shops auch verkaufen zu können. Im B2B-Bereich ist das vielleicht jetzt so nicht direkt der Fall. Da ist sie vielmehr deshalb Dreh- und Angelpunkt, weil sie das Informationszentrum ihrer Dienstleistungen, ihrer Produkte ist. Und während im B2C- und D2C-Bereich tatsächlich wir Entwicklungen sehen, dass das der Dreh- und Angelpunkt weggeht von der Webseite an sich und immer mehr hingeht, dass man direkt über Social-Media-Kanäle, also direkt auf Facebook oder Instagram verkauft oder auch über Plattformen wie eBay und Amazon, ist es im B2B-Bereich nach wie vor so, dass die Webseite also der Punkt oder der Anlaufpunkt für ihre Kunden und Kundinnen ist, wo sie Informationen einholen, wo sie Kontaktmöglichkeiten finden, suchen und finden, damit sie mit ihnen Kontakt aufnehmen können, wo sie Datenblätter herunterladen können, etc. etc. Das liegt natürlich daran, dass man im B2B-Bereich Dienstleistungen hat, die keine Konsumgüter oder Massenwaren sind, die also einen deutlich höheren Informationsbedarf haben, auch beratungsintensiver sind. Sie sind erklärungsbedürftiger, man braucht bestimmte Spezifikationen oder sie haben Dienstleistungen, wo sie erklären müssen, was sie eigentlich genau tun, was die Vorteile für den Kunden sind, was die Vorteile für das Unternehmen sind. Und im Zweifelsfall haben sie vielleicht auch Speziallösungen, die auch einen längeren Sales-Prozess mit sich bringen, ja? Wo es also nicht darum geht, ich schaue mir auf der Webseite an, das ist das Produkt, passt, kaufe ich, sondern ich rufe an, ich hole mir Informationen ein, dann geht es in die nächste Runde innerhalb des Unternehmens, wird besprochen, passt das für uns, brauchen wir diese Lösungen, erfüllt sie alle Anforderungen, etc. etc. Der Sales-Prozess ist also deutlich länger und hier muss natürlich die Webseite all die Informationen, die ihr Kunde braucht, liefern können. Und die Webseite muss die Fragen beantworten, die ihr Kunde hat oder ihre Kundin hat und den Kunden und die Kundin auch dazu animieren, dann Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Da bemerken wir mittlerweile allerdings, spätestens seit Corona, ein bisschen auch schon davor, dass auch hier eine Trendwende dazu hinführt, dass der Kunde nicht mehr einfach jetzt seine 2, 3 Anbieter, die er vielleicht kennt, abklappert, wenn er etwas braucht, wenn er Bedarf nach einer bestimmten Lösung hat. Vielmehr geht auch der Kunde und die Kundin mittlerweile eigenständig ins Internet und recherchiert. Man benutzt Google zum Schauen, welche Anbieter es denn gibt. Man informiert sich über Newsletter von bestimmten Branchenportalen. Man ist im Social Media aktiv. LinkedIn ist hier ein ganz großes Beispiel, wo Leute aus dem Sales oder auch in den Abteilungen sich informieren, welche Lösungen gibt es denn für das Problem, das ich habe. Ist das Unternehmen vertrauenswürdig? Funktioniert das auch? Gibt es Testimonials, Case Studies, etc. etc. Also auch hier sehen wir,
Der erste Schritt der Informationeneinholung wandert immer mehr in andere Bereiche ab: Google, Newsletter, Social Media, E-Mails. Und am Ende sind wir dann quasi beim Kunden. Nichtsdestotrotz muss die Webseite natürlich als entscheidender Anlaufspunkt dann all die Fragen beantworten, die der Kunde letztendlich wissen will. Wie sieht das dann aus, wenn wir das angehen und Sie sich jetzt dafür entscheiden, okay, wir überarbeiten unsere Webseite oder wir arbeiten vielleicht gerade eher an einem Relaunch oder einer neuen Webseite. Was muss ich denn beachten, wenn ich eine gute B2B-Website haben möchte? Als erstes ist immer unsere Empfehlung, setzen Sie sich zusammen, nicht nur in der Geschäftsführung und nicht nur in dem Bereich Design oder Webseite oder IT, sondern auch vor allem mit Ihrem Marketing und vor allem mit Ihrem Vertriebs- und Salespersonal, setzen Sie sich zusammen und überlegen Sie sich, welche Ziele haben wir denn mit unserer Webseite? Welche Ziele soll sie erfüllen? Geht es darum, den Kunden und die Kundin zu informieren, was unsere Lösung kann, was unser Produkt kann? Geht es darum, weil wir einen Ersatzteilshop haben, Ersatzteile zu verkaufen? Dann hat die Webseite ganz andere Ansprüche. Dann brauchen wir einen Shop, die Gestaltung muss anders aussehen. Geht es darum, Neukundenakquise intensiv zu betreiben? Dann brauchen Sie viel mehr Inhalte. Wenn Sie Content Marketing betreiben, dann brauchen Sie eventuell einen Blog mit entsprechenden Inhalten. All diese Zielsetzungen unterscheiden sich voneinander und deshalb ist es wichtig, dass man das schon am Anfang macht und sich hinsetzt und überlegt, was muss unsere Webseite können. Dann wird es hinterher viel einfacher, die entsprechenden Inhalte und Seiten aufzuzählen und zu bearbeiten und zu erstellen. Dann empfehlen wir immer, schauen Sie sich das, wie schaut der Kunde sich sein Problem an, welches Problem hat er, wie benennt er es, welche Informationen braucht er, welche Fragen hat er, welche Sprache benutzt er, denn all diese Dinge müssen dann nachher auf der Webseite abgebildet sein, in Form von Texten, Inhalten, aber auch von CI, sprich Bildsprache, aber auch der Textsprache natürlich. Um ein Beispiel zu nennen, es ist etwas eine Sache, wenn ich zum Beispiel schreibe, ich habe ein Produkt, das kann ich 30 Meter unter Wasser benutzen, weil es wasserdicht ist und es hat einen stark leuchtenden Bildschirm. Und es ist etwas ganz anderes, wenn ich sage, wir lösen Ihr Problem, Sie können XY auch in 30 Meter Tiefe noch bei bester Helligkeit machen. Wirkt für den Kunden deutlich anders, weil Sie verkaufspsychologisch auf ihn eingehen. Er fühlt sich sofort aus sich selbst heraus, sieht er sich, wie er dieses Produkt benutzt und hat nicht nur eine abstrakte technische Aufzählung der Features und der Funktionen. Erwähnen Sie die Probleme, wie gesagt, wenn Sie wissen, wie lautet das Problem, das der Kunde hat, erwähnen Sie das auch auf der Webseite. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie das zur Sprache bringen können, auch bildlich oder mit Videomaterial. Und zu guter Letzt setzen Sie dann Prioritäten, ja, also verzetteln Sie sich nicht in Einzelheiten und alle Produkte minutiös ausgestalten, sondern überlegen Sie sich, was sind die wichtigen Produkte, was sind die wichtigen Dinge, welche Bereiche sind wichtig. Wenn Sie Content Marketing machen, ist das sicherlich ein Blog oder Ihre Wissensartikel. Wenn Sie einen Ersatzteilshop haben, natürlich der Ersatzteilshop. Wenn Sie eine Agentur sind mit speziellen Lösungen, dann ist es vielleicht ein oder zwei Lösungen, die hauptsächlich verkauft werden. Dann konzentrieren Sie sich viel mehr auf die und die anderen erwähnen Sie in kleinerer Dosis. Überlegen Sie sich auch da gut, ja, alles zusammen, ein großer Brei wirkt meistens einfach zu überfrachtet und zu überladen für den Kunden und sorgt dann eher, dass er weitergeht und sich woanders eine für ihn zumindest prägnantere und spezifischere Lösung sucht. Wenn Sie das dann alles gemacht haben, wenn Sie Ihre Zielsetzung erarbeitet haben, wenn Sie versucht haben, aus der Sicht des Kunden das Ganze zu betrachten, und dann entsprechende Themen und Prioritäten zusammen haben, dann haben Sie im Prinzip die Möglichkeit, eine Art Sitemap zu generieren. Das ist das Bild, das wir hier rechts unten sehen. Da geht es gar nicht darum, dass das jetzt im Detail schon die Webseite darstellt, sondern da geht es darum, dass man hier eben dann sortiert, welche Themenbereiche haben wir, die Produktkategorien, die einzelnen Produkte, eventuell Wissensartikel, Blog, eventuell ein Shop und natürlich dann auch die über uns Spalte, wo Sie über sich, die Agentur, das Unternehmen informieren und sich selbst darstellen. Auch immer wichtig, darf man nicht vergessen, die Rechtstexte, Impressum, AGB, Datenschutz
und natürlich eine Kontaktseite, wobei wir zum Thema Kontakt nachher noch ausführlicher sprechen werden. Kleiner Exkurs außerhalb von der Webseite an sich. Denken Sie in diesem ersten Schritt auch bitte immer gleich Google mit. Wie ich vorher sagte, die Informationssuche geht immer mehr hin zu Social Media und Google, insbesondere Google, wenn es um Lösungen, SaaS-Anwendungen, aber auch Produkte oder Maschinenbaulösungen geht. Der Einkäufer, die Einkäuferin hat nicht mehr nur das Branchenverzeichnis, wo sie schaut, wer was anbietet, sondern sie recherchiert mittlerweile selber. Deshalb bedenken Sie von Anfang an mit, was braucht Google denn, damit ich in den oder damit die Webseite in den organischen Suchtreffern, in den Suchanzeigen möglichst weit oben erscheint. Ja, also bündeln Sie bestimmte Themen, bedenken Sie immer, Texte oder Begriffe, die auf der Webseite nicht vorkommen, können dann auch in Google nicht gefunden werden. Wenn Sie also ein CRM-Management oder eine Projektmanagement-Software anbieten, aber überall immer von nur dem Markennamen oder dem Produktnamen sprechen und dann wird jemand, der nach Projektmanagement-Software oder CRM-Lösung sucht, natürlich sie nicht finden. Das also bitte vorher immer mitbedenken, denn Google ist die Suchmaschine nach wie vor. Also wir haben in Deutschland 96% Marktanteil bei Google. Es sind mehrere Millionen Suchanfragen jeden Tag. Da sind auch garantiert welche dabei, die Sie betreffen werden. Die wichtigsten Begriffe und Themen aus Kundensicht natürlich. Und idealerweise, das ist der letzte Punkt hier, überlegen Sie sich dann, welche Seiten für welches Keyword, also für welchen Suchbegriff in Frage kommen, sodass Google zur Auswahl hat, vor allem wenn Sie unterschiedliche Produkte oder unterschiedliche Lösungen anbieten, Google in der Lage ist, das zu unterscheiden und Sie dann quasi einen Seitenstrang CRM-Lösung haben, einen Seitenstrang Projektmanagement-Lösung haben, etc. etc. Nochmal kleiner Exkurs, Google Ads. Google Ads, das ist das Werbeprogramm von Google. Das heißt, hier bezahlen Sie, damit Sie möglichst weit oben oder ganz oben in den Ergebnissen der Suchmaschine stehen. Hier jetzt am Beispiel von Internetagentur Tübingen. Wenn man also Internetagentur Tübingen sucht bei Google, dann erscheint die Heindl Internet AG an erster Stelle. Nicht, weil wir für den Suchbegriff jetzt so besonders gut rangieren, sondern weil wir einfach auf diesen Suchbegriff bieten bei Google Ads und entsprechend an erster Stelle stehen. Auch hier, wenn Sie dies machen und entsprechend für Ihre Produkte und Lösungen werben, bedenken Sie immer, dass dann bei einem Klick auf diese Anzeigen man auf der entsprechend richtigen Landingpage landet. Ja, also schicken Sie den Traffic nicht alles nur auf die Startseite. In dem Fall jetzt Internetagentur Tübingen, ja, da landet man bei uns auf der Startseite, weil es natürlich ein allgemeiner Begriff ist. Würde man jetzt aber nach Google Ads Agentur Tübingen suchen oder nach Typo 3 Tübingen, dann würde die Anzeige natürlich auf die entsprechende Unterseite führen. Auch das wichtig, schicken Sie den Kunden immer dorthin, wo er hin will und geben Sie ihm keine extra Wege auf oder lassen Sie ihn rätseln, wo er jetzt hin muss. Hier nochmal ein Beispiel, wenn man bei Google nach der Heindl Internet AG sucht und eben als Suchbegriff Heindl Internet AG eingibt, dann sehen Sie, tauchen wir tatsächlich an vorderster Front an drei Stellen auf. Wir haben an oberster Stelle unseren Google Ads Eintrag. Dann kommt an zweiter Stelle der organische Eintrag. Das ist also der kostenlose Eintrag, der deshalb hier erscheint, weil Google der Meinung ist, dass beim Begriff Heindl Internet AG die Webseite von uns die relevanteste ist und entsprechend auch groß dargestellt wird. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wenn die schon an erster Stelle stehen, wieso sind denn die dann so doof und zahlen dann auch noch dafür bei Google Ads und geben dafür Geld aus, wenn da einer draufklickt? Das hat zwei gute Gründe. Erstens gibt es sehr viele Leute, die, selbst wenn sie ihr Unternehmen kennen, die URL nicht im Kopf haben und dann Google oder auch eine andere Suchmaschine nutzen und den Namen ihres Unternehmens eingeben, in dem Fall Heindl Internet AG, um dann so auf die Webseite zu kommen. Und wenn Sie jetzt nicht an erster Stelle stehen, wie wir das tun, dann findet der natürlich der Suchende oder die Suchende natürlich nicht Ihre Webseite. Deshalb ist das eine gute Möglichkeit, zumindest für Ihren Markennamen auch an erster Stelle zu kommen, dass die Leute, die zu Ihnen wollen, auch zu Ihnen finden. Aber selbst wenn man an erster Stelle steht, wie wir hier, organisch, schadet es trotzdem nicht, auf den Begriff zu bieten, weil wenn Sie es nicht tun, dann tue ich es. Soll heißen, ich kann bei Google
Das ist rechtlich sauber, also da gibt es keine rechtlichen Probleme. Auf Keywörter von anderen Firmen, Markennamen etc. bieten. Ich darf in dem Anzeigentext den Markennamen nicht verwenden, also ich darf jetzt nicht BMW schreiben und hier in dem Anzeigentext kaufen. Ich darf aber für das Keyword BMW bieten. Und wenn ich entsprechend viel zahle oder die Firma BMW, bei BMW gar nicht, oder der Autohändler in Tübingen, der BMW-Autohändler, gar nicht darauf bietet, dann kann ich das natürlich nutzen und dann erscheint, wenn jemand BMW Tübingen oder BMW Autohändler Tübingen eingibt, meine Anzeige da oben und dann ist die Chance ziemlich groß, dass jemand natürlich, weil ich an erster Stelle stehe, auf die Anzeige klickt und dann bei mir landet. Deshalb unsere Empfehlung, bieten Sie immer auch auf Ihren eigenen Markennamen oder Ihren eigenen Unternehmennamen. In der Regel kostet das auch nicht viel, sollten Sie aber auf jeden Fall machen. Und das Dritte, was wir dann hier noch haben, genau, das ist der Google My Business Eintrag, beziehungsweise neuerdings das Google Unternehmensprofil. Das ist dieser schöne große Kasten hier an der rechten Seite. Das ist etwas, was Sie sich kostenlos anlegen können. Da googeln Sie am besten einfach mal nach Google Unternehmensprofil oder Google My Business, dann kommen Sie auf die entsprechende Seite. Kostet nichts, ist eine Sache von ein paar Minuten, sollten Sie aber auf jeden Fall machen, denn dort können Sie Ihr Unternehmen, Ihre Agentur, wenn Sie Selbstständige sind, sich selbst Ihre Dienstleistungen anbieten. Sie kriegen dann auch in Google Maps einen entsprechenden PIN. Das heißt, jemand, der Google Maps benutzt und danach Dienstleistungen sucht, kriegt sie auch angezeigt. Man sieht Ihre Öffnungszeiten, wenn Sie die angeben, klar, Adresse etc. etc. Und das Ganze ist deshalb vor allem auch so wichtig, weil gerade in der Kombination, aber auch einzeln, es einfach einen sehr seriösen Eindruck auf jemanden macht, der nach Ihnen sucht und es einfach gleich viel, viel wertiger wirkt, als wenn Sie einfach nur einen einzelnen Eintrag bei Google haben. So viel aber dazu. Eine Frage, die uns oft erreicht, ist immer, reicht denn nicht eigentlich ein One-Pager? Was ist ein One-Pager? Ein One-Pager ist eine Webseite, die, anders als man das gewohnt ist, nur aus einer Seite besteht. Sprich, wir haben nicht eine Startseite und dann Unterkategorien, wo wir über das Menü uns weiterklicken und dann eine Produktseite haben und dann Unterseiten für jedes einzelne Produkt, sondern wir haben hier tatsächlich nur eine einzige Seite, mit Ausnahme von eventuell Impressum und Kontaktseite. Eine einzige Seite, auf der alle wesentlichen Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen zusammengefasst sind. Das gilt zurzeit als sehr modern und ja, übersichtlich natürlich. Man hat nur eine Seite, der Kunde findet dort alles. Es ist natürlich in gewisser Weise auch günstig. Man muss nur diese eine Seite anlegen, man muss nicht 25 Seiten anlegen. Hat aber natürlich den Nachteil, dass der Kunde nach unten scrollen muss oder zumindest auf die Links klicken muss. Natürlich eine sehr informationsüberfrachtete, im schlimmsten Fall völlig überladene Seite hat. Ja, also das können wir empfehlen, wenn Sie ein oder maximal zwei Lösungen oder Produkte haben, die leicht verständlich sind und leicht erklärbar sind, dann kann man das machen, dann hat man das alles kompakt auf einer Seite. Hat aber natürlich auch den Nachteil, gerade wenn man an Google denkt, dass Google es natürlich liebt, für möglichst viel Inhalt zu haben und vor allem auch für unterschiedliche Bereiche, Lösungen und Produkte unterschiedliche Seiten zu finden, damit er die Suchenden direkt auf diese Zielseiten schicken kann, weil Google möchte einfach, dass der Suchende sofort dort landet, wo er die wesentlichen Informationen findet. Und so eine One-Pager-Seite ist für Google eher immer so ein Fall, wo der Algorithmus sagt, naja, das ist jetzt alles zusammengequetscht und auf eine Seite gepappt, ist jetzt nicht so der Idealfall. Außerdem tut man sich natürlich auch schwer, wenn man weiterführende Dokumente hat, PDFs oder Videotutorials etc. Und natürlich auch zur Beantwortung von Fragen ist das schwierig. Ja, also gerade wenn Sie mehrere Produkte haben und die sich doch stark unterscheiden und man dort viele unterschiedliche Fragen hat, müssten Sie ja für jedes Produkt eine Art kleine FAQ dort irgendwie haben. Das macht das Ganze dann noch länger und dann ist irgendwann der Sinn dieses One-Pagers irgendwann auch obsolet. Wir empfehlen immer, wenn das interessant sein könnte, dann machen Sie doch einfach das Beste aus beiden. Gestalten Sie eine Startseite, wo Sie die wichtigsten Lösungen, Produkte anteasern und haben Sie dann auf den Unterseiten die ausführlichen und unterschiedlichen Informationen und PDF-Downloads, White Papers etc. Webdesign, Look and Feel, was gibt es hier zu sagen?
ja, nutzen Sie Ihr vorhandenes CI, natürlich möglichst professionell. Schauen Sie, was Sie schon an Material haben, Visitenkarten, Broschüren, Informationsmappen, und nehmen Sie die als Anhaltpunkt, damit ja, das ähnlich aussieht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Kunde eine völlig wilde, bunte Webseite vorsieht, antrifft und dann aber in einer sehr schlichten, einfachen, womöglich völlig andersfarbigen gestalteten Broschüre irgendwie zugeschickt kriegt, oder ja, wenn es da einfach Unterschiede gibt zwischen dem Print-Design und dem Web-Design. Achten Sie auch darauf, dass die Nutzerführung und Navigation grafisch mitgedacht wird. Ja, also eine übersichtliche Menüführung, die leicht erkennbar ist, sodass der Webseitenbesucher, die Webseitenbesucherin auch schnell dorthin findet, wo sie hin will. Nicht zu viel blink-blink, blinkende, drehende, reinscrollende Elemente. Das ist immer ganz nett, so ein bisschen als Gimmick und Eyecatcher. Fängt irgendwann aber auch ganz schnell an abzulenken und sorgt vor allem auch für langsame Ladezeiten. Das ist der letzte Punkt. Schnelle Ladezeiten sind durchaus wichtig, gerade auch auf Mobiltelefon oder dem iPad. Wenn man unterwegs ist, möchte man schnell seine Informationen haben und nicht allzu viel Volumen womöglich auch noch verbrauchen. Das also auf jeden Fall bedenken. Achten Sie auch beim Relaunch auf eine Wiedererkennbarkeit. Ganz wichtig, also wenn Sie jetzt denken, oh toll, wir machen eine neue Webseite, wir haben da ganz tolle Ideen, sieht völlig anders aus als vorher, möchte ich Sie bitten, sich das nochmal zweimal zu überlegen. Wir haben bereits die Erfahrung gemacht, dass wir einen Shop neu designt haben, der deutlich vom alten Design abgewichen ist, und wir dachten, toll, jetzt haben wir all das, was wir normalerweise auch dem Kunden empfehlen, beherzigt und es sieht super schick aus und modern. Tatsächlich gingen die Verkaufsraten erstmal nach unten, offensichtlich, wie sich dann auch nach Rückfrage mit den Kunden herausgestellt hat, waren die Kunden erstmal verwundert, weil sie dachten, hupsa, wo bin ich denn? Das sieht ja völlig anders aus, das ist gar nicht das, wo ich hin wollte. Nee, also gehe ich doch lieber weg. Da kann also durchaus ein Vertrauensverlust passieren. Deshalb vorsichtig mit Veränderungen oder einem Relaunch, der allzu sehr von dem vorherigen abweicht. Auch ganz wichtig, Responsive Design. Responsive Design heißt, dass sich die Webseite den unterschiedlichen Bildschirmformaten und Größen anpasst. Ja, anders als beim Print Design haben wir keinen festen Canvas, wo wir ein A4-Papier oder ein A3-Plakat oder den A6-Flyer haben und genaue Maße haben und die Elemente entsprechend positionieren können, sondern wir haben es mittlerweile mit unterschiedlichsten Screengrößen zu tun, ja, dem Laptop, dem 19 Zoll, dem 27 Zoll, dem 31 Zoll Bildschirm, gleichzeitig aber dem Telefon, das dann im Hochformat daherkommt. Und Responsive Design bedeutet nichts anderes als eine Programmiertechnologie oder eine Programmiertechnik, die dafür sorgt, dass die Inhalte sich entsprechend den Bildschirmen anpassen. Da muss man dann einige Dinge beachten, das wäre jetzt zu weit geführt, das auszuführen. Aber es sorgt dafür, dass quasi Ihre Webseite auf dem Telefon genauso gut aussieht und genauso lesbar ist und die Informationen genauso schnell erreichbar sind wie auf einem 31 Zoll Bildschirm oder auf dem Laptop oder auf dem iPad. Dann natürlich klare Strukturen, eine einfache Navigation und Benutzerführung. Die Inhalte, die der Kunde, die Kundin haben möchte, sollten schnell gefunden werden. Sie sollen logisch auffindbar sein. Mit klarer Textsprache, klaren Überschriften, auch nicht zu versteckt mit irgendeinem Design, das ablenkt. Entsprechend natürlich auch eine Inhaltsfokussierung. Ja? Der Inhalt beim B2B steht klar im Vordergrund. Da geht es nicht darum, jetzt irgendwie auf das tolle Spiel oder das tolle Produkt aufmerksam zu machen oder abzulenken mit irgendeiner, ja, künstlerischen Webseite, die jetzt das Webdesign oder das Grafische in den Vordergrund stellt, sondern es ist klar, der Kunde möchte wissen, was kriege ich da? Entspricht die Lösung, entspricht das Produkt meinen Anforderungen? Kann ich das überhaupt einsetzen? Gibt es andere Kunden, andere Kundinnen, die das schon benutzt haben? Gibt es Testimonials? All diese Dinge müssen schnell, einfach und klar auffindbar sein. Dann natürlich eine Professionalität, ja, also sprich fehlerfreie Umsetzung. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf einer Webseite zu sein, wo irgendein Element, eine Grafik, den halben Text plötzlich überlappt, ja, gerade wenn man, ne, bei Ihnen auf dem Laptop sieht das alles toll aus, wenn ich es mir auf dem Mobiltelefon anschaue, dann kann ich plötzlich nur noch die Hälfte lesen oder das Menü funktioniert nicht, ich komme gar nicht dahin, wo ich hin möchte. Also hier muss man darauf achten, dass das auch alles funktioniert, entsprechend prüfen und mit entsprechender Vorsicht vorgehen.
Und die schnelle Ladezeiten hatte ich ja schon erwähnt, heutzutage unabdingbar, allein auch deshalb, weil Google in seinen Algorithmen die Ladezeit mittlerweile auch mit berücksichtigt. Wenn Ihre Webseite lange braucht zum Laden, weil große Bilder, Videos etc. geladen werden müssen, dann ist das immer ein Malus in Sachen Google-Platzierung. Was muss eine Webseite leisten im B2B-Bereich? Sie muss die Fragen, die Ihre Kunden und Kundinnen haben, beantworten. Wenn sich jemand aufmacht und versucht, für sein Problem eine Lösung zu finden, dann hat er diverse Fragen. Wenn Ihre Webseite die nicht beantwortet, die Konkurrenz es aber tut, dann ist ja, die Chance, dass der Kunde, die Kundin zur Konkurrenz wandert, deutlich höher. Sie muss Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, denn unter Umständen ist sich ja, das Unternehmen, die Kundinnen und Kunden noch gar nicht so richtig bewusst, wie das Problem eigentlich zu lösen ist, das besteht. Hier kann man also schon frühzeitig aufzeigen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Da müssen Sie noch gar nicht mal so unbedingt Ihre eigene Lösung gleich mit ins Spiel bringen. Viel wichtiger ist da mal quasi zu zeigen, diese Lösungsmöglichkeiten gibt es. Ja, du hast dies und jenes Problem, so und so kann man es lösen. Denn je früher Sie hier bereits auftreten und je früher die Personen, die nach Lösungen suchen, Sie und Ihre Marke oder Ihr Unternehmen quasi im Kopf abspeichern und behalten als jemand, der geholfen hat auf dem Weg zur Lösungsfindung, desto höher die Chance, dass Sie nachher zu den Kandidaten gehören, die in die Endauswahl fallen. Dann muss Ihre Webseite natürlich Vertrauen schaffen. Das ist einmal natürlich ein professioneller Look, ein professionelles Feel, die entsprechenden Inhalte und Daten, die vorhanden sind. Das kann man aber natürlich auch mit Testimonials und Case Studies schaffen, indem man aufzeigt, hier haben wir das überall schon eingesetzt, das war das Problem, unsere Software hat dafür gesorgt, dass so und so erreicht wurde, ja, oder unser Produkt hat dafür gesorgt, dass dies und jenes gelöst wurde. Versuchen Sie, einen Mehrwert zu liefern. Bleiben Sie nicht nur bei den reinen Produktdaten, sondern ja, erwähnen Sie Probleme, die Ihr Kunde haben könnte. Zeigen Sie spezielle Fälle auf, besondere Einsatzgebiete, warum Sie als Agentur besonders vertrauenswürdig sind, besonders schnell sind, was auch immer Ihre Vorteile und Merkmale sind. Und natürlich muss die Webseite die Kontaktaufnahme ermöglichen. Und zwar nicht nur, da kommen wir später nochmal ausführlicher dazu, nicht nur auf einer Kontaktseite, die irgendwo ganz unten im Menü versteckt ist, sondern natürlich am besten an prominenter Stelle, auf den Produktseiten, auf den Informationsseiten, Telefonnummer, Kontaktformular, da gibt es mehrere Möglichkeiten, kommen wir gleich noch drauf. Und zu guter Letzt ein Satz, den ich von der Osiandrischen Buchhandlung mitgenommen habe. Der Herr Rüdmüller hat das einmal gesagt. Das Ziel von Osiander ist es, bei jedem Besuch in einer der Osiander-Filialen den Besucher positiv zu überraschen. Und ich denke, das ist auch ein guter Ansatz für eine Webseite. Versuchen Sie, den Besucher, die Besucherin positiv zu überraschen, sei es mit ausführlichen Informationen, sei es mit einem bestimmten Mehrwert, einem White Paper, einer Studie, einem Datenblatt etc. etc. Kommen wir zur Customer Journey. Als Customer Journey bezeichnet man den gesamten Weg, den jemand beschreitet von der ersten Wahrnehmung, oh, ich habe ein Problem und brauche eine Lösung dafür, bis schließlich hin zum eigentlichen Kaufabschluss und natürlich dann auch dem Prozedere danach noch. Generell unterteilt man das in 5 Schritte. Das ist einmal die Phase, wo man Ideen zur Lösungsfindung sucht. Im Englischen nennt man das die Awareness-Phase. Hier bemerkt also der Kunde, okay, ich habe ein Problem, ich muss das und das in den Griff kriegen, ich brauche dafür eine Lösung und macht sich also auf, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Unter Umständen, und das ist mittlerweile nimmt das immer mehr an Wichtigkeit zu, ist es auch durchaus hilfreich, wenn Sie als Unternehmer und Unternehmerin bereits hergehen und den Kunden vielleicht darauf aufmerksam machen, dass Sie eine Lösung haben für ein Problem, das er vielleicht hat. Ja, weil nicht immer sieht der Kunde, oh okay, da könnte ich ja was verbessern, deshalb gerade in den sozialen Medien lässt sich das gut nutzen. Machen Sie darauf aufmerksam, welche Probleme Sie mit Ihrer Dienstleistung oder Ihren Produkten und Lösungen beheben. Dann die zweite Phase ist dann der Schritt, wo man nach Antworten sucht, wo man also weiß, okay, ich habe jetzt dieses und jedes Problem, das könnte man so und so lösen. Welche unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten gibt es denn da? Welche Dienstleister, welche Anbieter? Was kommt für mich in Frage? Was habe ich denn für Anforderungen?
Das geht dann über in den Schritt Research, Informationen sammeln, wo der Kunde und die Kundin dann sich überlegt, okay, was genau brauche ich denn eigentlich, welche Anforderungen habe ich, wie muss das aussehen, damit das bei uns im Unternehmen funktioniert. Und schlussendlich dann die Phasen 4 und 5, Phase 4 Angebot einholen, beziehungsweise den Lead. Das ist dann der Moment, wo dann in der Tat wirklich die Webseite ein zentraler Angelpunkt ist, weil sie die letzten Informationen und ich sage auch mal Themen und Hürden überwindet, die der Kunde oder die Kundin vielleicht hat, um tatsächlich bei Ihnen zu bestellen oder zumindest mal ein Angebot anzufordern. Ja, das ist dann also quasi das Vertrauen, eventuell eine Garantie, die Sie mit abgeben, wenn man bei Ihnen das Produkt kauft oder die Dienstleistungen einholt. Das sind natürlich Case Studies und Testimonials, die dazu beitragen, dass man eben bei Ihnen Kontakt aufnimmt und bei Ihnen anfragt nach einem Angebot und nicht bei der Konkurrenz. Und zum guten Schluss dann die Phase 5, Purchase. Wenn das über die Webseite abgewickelt wird, dann muss natürlich auch das berücksichtigt werden. Wenn Sie also einen Shop haben oder die Möglichkeit haben, bestimmte Pakete Ihrer Dienstleistung auf der Webseite kaufen zu können oder bei SaaS-Anwendungen natürlich, die berühmte Demo, die man sich anschauen kann oder dann auch den Vertragsabschluss, das muss natürlich berücksichtigt werden. Wenn das nicht über die Webseite läuft, dann klar ist das jetzt ein Punkt, der vielleicht nicht ganz so gewichtig ist, aber auch da kann man natürlich schon mal skizzieren, wie denn das abläuft. Das ist immer hilfreich, wenn potenzielle Kunden und Kundinnen wissen, okay, so sieht der ganze Verkaufs- und Angebotsprozess aus, da weiß ich, das kommt auf mich zu, ich habe keine versteckten Kosten, ich habe die und die Services, die und die Garantieleistung etc. etc. Genau, hier müssen Sie sich also überlegen, welche Schritte unterstützen Sie, wollen Sie schon ganz am Anfang anfangen, in der Awareness, also sprich Ideenphase und schon als Impulsgeber starten und entsprechend auch Inhalte auf Ihrer Webseite dann haben, entsprechende Themenbereiche, die Lösungswege aufzeigen, oder fangen Sie erst weiter unten an, wenn es dann vielleicht darum geht, die entsprechenden Informationen bereitzuhalten, wenn potenzielle Kunden und Kundinnen sich schon für eine Lösung entschieden oder einen Lösungsweg zumindest entschieden haben und es nur noch darum geht, nehme ich Produkt A, nehme ich Produkt B, nehme ich die eine Dienstleistung oder den anderen Anbieter. Dann der Punkt Kontaktaufnahme. Wir hatten es vorher kurz schon angerissen, sicherlich einer der zentralsten und wichtigsten Punkte, wenn es um eine B2B-Webseite geht. Denn in der Regel kauft man nicht direkt auf der B2B-Webseite, sondern es geht darum, sich Angebote anzuholen oder Informationen abzufragen. Ja, hier führen verschiedene Wege nach Rom. Natürlich möchte man, dass Personen, die auf der Webseite landen, Kontakt aufnehmen, aber wie denn am besten? Leider ist es nach wie vor so, dass viel zu viele Webseiten die Kontaktmöglichkeit auf der Kontaktseite verstecken. Und es gibt dann eine Seite, wo es ein Kontaktformular gibt oder eine Telefonnummer, womöglicherweise auch nur eine allgemeine. Das können wir natürlich nicht raten. Ich rate dazu, nutzen Sie an verschiedenen Stellen, vor allem immer da, wo der Kunde wirklich präsent Ihre Produkte oder Ihre Lösungen anschaut, also sprich die Produktseiten, die Lösungsseiten, nutzen Sie auch da die Möglichkeit des Kontakts über ein Kontaktformular, über die Telefonnummer, E-Mail-Adresse des Ansprechpartners, der eingeblendet wird. Eventuell auch moderne Lösungen wie ein Chatbot, der dann aufpoppt und eventuell bestimmte Fragen schon beantworten kann, die der Besucher der Webseite in dem Fall schon weiß oder im Kopf hat. Das sollte in der Regel immer gleich ganz oben auf der Seite sein. Also man spricht ja immer von above the fold, das heißt das, was man, wenn man auf der Seite, auf der entsprechenden Seite landet, als erstes sieht, ohne dass man weiter scrollt. Das nennt man in Webterminus above the fold, also über der Falzlinie sozusagen. Dort sollte schon die Möglichkeit sein, Kontakt aufzunehmen. Das muss nicht das Kontaktformular sein, das kann ein Button sein, wo dann das Kontaktformular aufpoppt oder wo man dann nach unten springt zu dem eigentlichen Kontaktformular. Aber machen Sie es dem Kunden und dem Kundin nicht unnötig schwer, indem er erst noch bis zum Ende der Seite scrollen muss, um mal Kontakt aufnehmen zu können. Ja, oftmals empfiehlt es sich auch, das steht hier unten als vorletztes, mit dem Call to Action an bestimmten Stellen den Informationsfluss zu unterbrechen. Ja, setzen Sie einen Call to Action ein, schreiben Sie, registrieren Sie sich für ein unverbindliches Beratungsgespräch oder testen Sie jetzt unsere Lösung kostenlos.
mit einem entsprechenden Link auf die Seite oder zum Kontaktformular. Auch hier die Intention, lassen Sie den Kunden nicht die Mühe machen, bis ganz nach unten zu scrollen, denn das tun oftmals die wenigsten, sondern nutzen Sie die ganze Seite, um immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass Sie auch erreichbar sind. Manchmal hilft es auch, die Übergabe von Kontaktdaten mit Hilfe eines Incentives zu motivieren, also einem White Paper oder einem PDF-Download. Da bin ich allerdings der Meinung, das muss dann schon ein sehr hochwertiges White Paper oder PDF sein, also einfach nur ein einfaches Datenblatt. Das funktioniert heutzutage in der Regel nicht mehr. Dafür haben wir das schon alle viel zu lange gesehen. Da reagieren viele eher negativ und sagen sie, ah, jetzt will der wieder meine E-Mail-Adresse haben. Ich bin aber noch gar nicht so weit. Ich möchte einfach erstmal nur lesen, was Sache ist. Also wenn Sie so etwas machen und mit einem Incentive quasi die Besucher Ihrer Webseite dazu motivieren wollen, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen, dann muss das schon auch Hand und Fuß haben und entsprechend hochwertige Informationen sein, die Sie da anbieten und die die Kunden dann bekommen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit eines sogenannten Flyout-Formulars, die wir in letzter Zeit öfters verwenden und mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist das, was man rechts unten in der Grafik sieht. Das ist dann quasi ein Formular, das nach einer gewissen Zeit, 5 bis 10 Sekunden oder an einer bestimmten Stelle im Textfluss von unten oder von der Seite her hereinscrollt. Diese Bewegung, diese Scroll-Animation sorgt dann in der Regel dafür, dass die Aufmerksamkeit auf dem Kontaktformular landet und animiert dann oftmals auch zur Kontaktaufnahme, ist gleichzeitig aber nicht im Weg oder stört nicht so sehr wie irgendwelche Pop-ups, die sofort aufgehen, kaum dass man auf der Seite ist oder ähnliche Dinge. Das ist also eine elegante Lösung, um ja, Aufmerksamkeit zu erregen, ohne dass man jetzt vom eigentlichen Inhalt ablenkt. Was auch wichtig ist an dieser Stelle, halten Sie die Kontaktformulare so gering und so umfangreich, also so schmal wie möglich. Ja. Fangen Sie nicht an und fragen Sie in 15 Feldern 15 verschiedene Dinge ab. Das wird keiner ausfüllen. Da brauchen Sie sich nicht wundern, wenn sich da niemand bei Ihnen meldet. In der Regel reichen der Firmenname, Name des Ansprechpartners, E-Mail und Telefonnummer. Auch in der Reihenfolge. Das hat psychologische Gründe. Wenn Sie den Firmennamen zuerst nennen, ist hat sich in mehreren Studien erwiesen, für die Person, die dieses Formular ausfüllt, deutlich einfacher und ja, gewisse Vorbehalte oder Hemmungen werden abgebaut, da jetzt den Namen und die Telefonnummer einzutragen, weil man ja daran erinnert wird, ah, ich mache das ja aus Arbeitsgründen, ich mache das von Arbeit aus, das hat ja jetzt nichts mit mir als Privatperson zu tun, sondern das ist jetzt im Firmeninteresse, ich nenne die Firma und ich bin da der Ansprechpartner. Da haben wir also schon deutlich höhere Kontaktraten oder Ausfüllraten gesehen, als wenn Sie zuerst den Personennamen abfragen und den Firmennamen vielleicht erst zum Schluss oder an zweiter oder dritter Stelle. Genau, halten Sie es kurz. E-Mail, klar, muss natürlich sein. Die Telefonnummer eventuell auch weg. Manchmal empfiehlt es sich noch ein Freitextfeld, Ihre Kommentare, Ihre Frage, um etwas ausführlicher eine Frage stellen zu können. Aber halten Sie es kurz und unverbindlich. Der Kunde meldet sich dann schon, wenn er bereit ist und Fragen hat. Wie geht man nun her und welche Tools oder welche Werkzeuge nutzt man, wenn man so eine Webseite dann auch pflegen und ausgestalten will oder auch dann erweitern will? Hier gibt es natürlich diverse Content-Management-Systeme, sogenannte Redaktionssysteme, die sich eingebürgert haben, vor allem für Seiten mit viel Inhalt, wenn man viele Produkte hat, wenn man viel Inhalte hat, die jetzt auch themenbewusst bezogen sind und Lösungen erklären, dann kommt es natürlich vor, dass man öfters neue Seiten braucht, ja, auch Stichwort Content Marketing. Wenn Sie regelmäßig 3 bis 4 neue Artikel im Monat schreiben, dann wollen Sie natürlich nicht jedes Mal zur Agentur oder zum Webdesigner laufen und sagen, hier ist der Text, bitte mach das mal, und dann kostet das natürlich schon wieder. Sondern da lohnt sich dann natürlich der Einsatz eines sogenannten CMS, eines Content Management Systems, wo Sie dann sich über eine bestimmte Seite einloggen können in das sogenannte Backend, also die Benutzeroberfläche dieses Systems, und dort können Sie dann also neue Seiten anlegen, Sie können vorhandene Seiten korrigieren oder wieder löschen, Sie können die Seitenstruktur unter Umständen ändern, die Reihenfolge ändern, etc. etc. Wenn Sie also wissen, dass Sie viele Informationen haben oder regelmäßig neue Seiten erstellen müssen, dann sollten Sie darüber nachdenken, so ein System zu nutzen.
Da gibt es zahlreiche Open-Source-Systeme mittlerweile. Die bekanntesten sind WordPress und Typo3. Typo3 setzen wir ein, WordPress ebenfalls. Da kommen dann auch in der Regel keine Lizenzgebühren auf Sie zu, sondern dann wirklich nur die reinen Umsetzungskosten, also sprich die Programmierung und Erstellungskosten. Und die sind dadurch, dass sie Open Source sind, auch, das ist der Vorteil von Open Source, von vielen zahlreichen Leuten in der Community unterstützt. Da gibt es dann also Erweiterungen, wenn Sie bestimmte Features brauchen. Die Software wird natürlich auch auf Bugs und Fehler überprüft. Nichtsdestotrotz, eine Warnung an dieser Stelle, wenn Sie so etwas nutzen, achten Sie darauf, dass Sie dieses System und eventuell eingesetzte Plugins auch immer regelmäßig up-to-date halten und sich da auch wirklich drum kümmern. Gerade bei WordPress. WordPress ist das beliebteste CMS weltweit, von vielen Millionen Menschen oder Unternehmen eingesetzt und entsprechend natürlich auch ein beliebtes Ziel von Hackern. Einfach deshalb, weil Sie natürlich wissen, da können wir auf sehr viele Webseiten zugreifen und bei einer so hohen Anzahl ist natürlich die Chance hoch, dass es auch welche gibt, die sich nicht um die Sicherheit kümmern. Also wenn Sie ein CMS nutzen, dann bitte auch immer mit bedenken, dass das regelmäßig aktualisiert und gewartet werden muss, damit Sie nicht einem Hacker zum Opfer fallen. Webseitenelemente, worauf ist zu achten, außer den bereits erwähnten Dingen wie Inhalten, Produktseiten und Kontaktformular natürlich. In der Regel hat man einen Header und einen Footer. Header ist der Bereich ganz oben auf der Webseite. In der Regel ist da das Firmenlogo und das Menü untergebracht. Oftmals sind es dann auch Bilder, die dort als Hintergrundbilder erscheinen und den Gänzen quasi einen Rahmen geben und auch eine gewisse Professionalität. Achten Sie darauf, dass dann, wenn Sie so etwas einsetzen, alle Ihre Seiten den gleichen Header oder einen ähnlichen Header haben. Klar, Bilder können unterschiedlich sein, aber dass es ein einheitliches Aussehen ist, das sorgt dann für Vertrauen und man weiß auch immer jederzeit, wo man ist und hat nicht plötzlich das Gefühl, auf einer völlig anderen Seite, womöglich bei einem ganz anderen Unternehmen oder in einem ganz anderen Bereich gelandet zu sein. Der Footer ist der Bereich unten. In der Regel ist das ein farblich abgesetzter Bereich, in dem nochmal die wichtigsten Links aufgezählt werden, sprich die wichtigsten Produktkategorien, eventuell auch die zwei, drei wichtigsten Produkte, auf die man nochmal direkt springen kann. Natürlich dann die entsprechenden Rechtstexte, Impressum, Datenschutzvereinbarung und die Kontaktseite. Auch das sorgt dafür, dass die Webseite an sich ein geschlossenes, in sich abgeschlossenes Bild ergibt und einen Rahmen hat, der dann vorzeigbar ist und wo klar ist, das ist der Teil, der wichtig ist, in der Mitte, der Text, die Informationen und oben und unten habe ich dann quasi die umrahmenden Elemente. In der Mitte dann, wie gesagt, die Inhaltselemente. Das ist nicht natürlich nur Text, sondern auch Bild, Videos, eventuell Tabellen, die Sie haben, wenn Sie bestimmte Features aufzählen in Tabellenform, Downloads. Hier ist natürlich wichtig, zum einen, dass es sich um individuelle Inhalte handelt, ja, gerade bei unterschiedlichen Produkten. Schreiben Sie nicht immer dieselben drei Zeilen, nur weil Ihnen nichts Besseres einfällt, sondern versuchen Sie, die Produkte entsprechend Ihren Unterschieden zu beschreiben. Wenn das nicht geht, dann vielleicht lieber vereinfachen oder alle drei Produkte auf einer Seite zusammenfassen. Dann natürlich textlich auch hochwertig arbeiten, gerade wenn Sie inhaltliche Bereiche haben, wo es um die Lösungen geht oder im Stichwort Content Marketing, ja, wenn Sie also da unterwegs sind und auf bestimmte Probleme hinweisen wollen, dann nicht nur auf einfache Weise irgendwas schnell zusammenschreiben oder hier und da kopieren, sondern sorgen Sie dafür, dass es einen gewissen einmaligen Wert hat, dass Sie als Unternehmer, Unternehmerin oder das Unternehmen wieder abgebildet sind und natürlich, dass die Lösung oder die Produkte entsprechend beschrieben sind, denn das macht dann Ihre Webseite einzigartig und somit unterscheiden Sie sich dann auch von eventuellen Mitbewerbern und machen sich nicht einfach so austauschbar, weil Sie einfach nur die einfachen Produktfeatures aufzählen, so wie das Mitbewerber A und B auch tun. Nein, Sie sind derjenige, der ausführlicher in die Sache geht, der erklärt, was die Besonderheiten sind, wo man diese Produkte und Lösungen noch einsetzen kann, welchen Mehrwert Sie damit schaffen, etc. etc. Dann sind wir damit quasi auch schon bei einer gewissen Texttiefe und Struktur. Da muss man natürlich dann auch wieder an Google denken. Google liebt es, wenn Inhalte tiefgreifend sind und in die Tiefe gehen und entsprechend strukturiert sind. Überschriften, also schreiben Sie nicht nur eine Hauptüberschrift und dann einen riesen Text
Sermon, sondern gliedern Sie Ihren Text, schreiben Sie unterschiedliche Zwischenüberschriften, fügen Sie auch mal ein paar grafische Elemente ein, Bilder oder auch ein Video, wenn es passt, wenn Sie etwas dazu haben. Testimonials machen sich auch immer gut zwischendrin und natürlich nicht vergessen, die entsprechenden Hinweise auf Kontaktaufnahme, den Call to Action, vielleicht auch einfach mal ein Störer, der den ganzen Fluss kurz mal unterbricht und darauf aufmerksam macht, dass man an dieser Stelle weitere Informationen herunterladen kann oder Kontakt aufnehmen kann oder die kostenlose Demo testen kann. Nutzen Sie auch Tools wie ChatGPT oder andere AI-Tools, raten wir immer wieder dazu. Natürlich nicht, um den gesamten Text erstellen zu lassen, das wäre Blödsinn, das machen dann ziemlich schnell die anderen, dann sieht alles gleich aus. Aber nutzen Sie das ruhig als Hilfe. Machen Sie eine Stichwortliste, brainstormen Sie im Unternehmen, was muss da stehen, füttern Sie das in den ChatGPT, schauen Sie, was rauskommt, nehmen Sie das und arbeiten Sie von dort aus dann weiter und gehen von dort aus wieder in die Tiefe. Das hilft also deutlich schneller und auch kostengünstiger Text dann zu produzieren und nimmt oftmals dann auch die initiale Hürde, die man am Anfang vielleicht noch hat, wo man denkt, oh Gott, was muss ich jetzt eigentlich über dieses Produkt schreiben? Ja, ich meine, ich weiß es ja, aber jetzt muss ich das in Worte fassen. Da ist das ein sehr nützliches Tool, um mal die Starthürde zu nehmen, um dann in den Textfluss auch zu kommen. Gerade wenn Sie jetzt nicht in der Lage sind und ein Redaktionsteam haben oder in der Lage sind, eine Agentur anstellen zu können, die Ihnen die Texte schreibt, sondern Sie das selber machen, ist das sehr hilfreich. Strukturieren Sie Ihre Texte, hatte ich bereits gesagt, Hauptüberschriften, Zwischenüberschriften. Wichtig auch bei den Tabellen, sorgen Sie dafür, dass sie klar und deutlich lesbar sind und nur die wichtigsten Informationen auch hervorheben. Sekundäre Informationen können dann immer noch in einem Datenblatt zum Download angeboten werden. Also der Fokus sollte schon darauf liegen, die wichtigen Informationen prägnant zu präsentieren. Dann haben wir die Bildsprache. Zu guter Letzt, hier gilt es zu sagen, achten Sie darauf, dass Sie mit dem generellen CI übereinstimmt, hatte ich am Anfang schon auch gesagt, aber auch bei der Auswahl der einzelnen Bilder achten Sie darauf, dass eine gewisse Kontinuität, was jetzt die Qualität angeht, vorhanden ist, aber vielleicht auch was die Farbgebung angeht. Hier sieht man es jetzt sehr schön in unserem Logo oder unsere CI-Farbe ist das Orange, kommt im Logo vor und wie Sie sehen, in allen Bildern gibt es orange Elemente. Das dient dazu, dass es einfach ein angenehmes Erscheinungsbild erzeugt und der Kunde sich gleich, ja, in der Psychologie deutlich ja, angenehmer auf dieser Webseite aufhält, weil einfach keine Kontrastfarben da sind, die jetzt ablenken oder ins Auge stechen oder vielleicht sogar negative Emotionen hervorführen. Das ja, ist jetzt weit hergeholt, aber nicht nicht ganz unwichtig, also ich rate auch davon ab, bei einer B2B-Webseite allzu knallige Farben zu nutzen oder wirklich konträre Farben, außer es ist wirklich gewollt. Ja, das kann man machen, dann sollte man dazu aber auch stehen und dann vielleicht auch ein entsprechend hippes Unternehmen sein oder der entsprechend hippe Mensch. Aber wenn Sie jetzt ein eher traditionelleres Unternehmen sind, rate ich in der Regel immer erstmal vielleicht ein bisschen weniger und achten Sie darauf vor allem, dass eine einheitliche Bildsprache und auch Farbgebung vorhanden ist. Und zu guter Letzt noch ein bisschen der Blick über die Webseite hinaus. Was kann man denn sonst noch machen? Wie ich ganz am Anfang schon sagte, die Informationssuche im B2B-Bereich geht immer weiter dazu über, dass Unternehmen und der Einkauf oder auch Leute, die eine Lösung suchen, die Recherche schon im Internet, also nicht auf der Webseite, sondern in den sozialen Medien oder auf Google oder in bestimmten Branchenportalen starten und sich dort umhören, welche Lösungen gibt es denn da, was macht denn mein Kontakt auf LinkedIn, hat der vielleicht eine Idee, was nutzen denn die, oh, da sehe ich ja, der hat das und das genutzt, den schreibe ich mal an und hole mal Erfahrung bei denen ein. Also wenn Sie Zeit, Lust und die entsprechenden Ressourcen haben, dann gehen Sie ruhig her und nutzen Sie die sozialen Medien, um auch dort präsent zu sein. Denn wie ich sagte, je früher Sie in diesem Entscheidungsprozess auftauchen und je prägnanter und je öfter Sie dort auftauchen, desto eher sind Sie derjenige, der nachher in die Endauswahl kommt und dann einer von den letzten drei Anbietern sind, die dann angefragt werden. Dann können Sie natürlich Google Ads nutzen. Auch eine gute Möglichkeit, um ja, Kunden oder Traffic auf Ihre Webseite zu holen, um dann dort mit
den Inhalten und den entsprechenden Kontaktformularen dann auch Anfragen zu generieren. Der Vorteil von Google Ads gegenüber LinkedIn oder Xing ist, dass es sich dort um ein Publikum mit einer hohen Kaufbereitschaft, so muss ich sagen, handelt. Ja, jemand, der bei Google einen bestimmten Suchbegriff eingibt, der weiß in der Regel schon, nach was er sucht. Und wenn er nach einer speziellen Lösung oder gar ein Produkt sucht, dann weiß er schon ziemlich genau, was er will. Sprich, er hat sein Problem schon erkannt. Ihm geht es darum, er möchte jetzt Produktmöglichkeiten finden, Informationen sehen. Das heißt, dort können Sie natürlich für wenig Geld Leute auf Ihre Webseite ziehen, die durchaus eine hohe Kaufbereitschaft haben, während Sie bei LinkedIn oder Xing und in den sozialen Medien allgemein natürlich eher ein breiteres Mindset haben, wenn die Leute dort surfen. Ja, ich gehe nicht auf LinkedIn, weil ich jetzt eine CRM-Lösung brauche, sondern ich halte mich dort auf, weil ich mich austauschen möchte mit meinem Netzwerk, weil ich Informationen aus der Branche haben möchte. Wenn dann aber dort auf ein Problem hingewiesen wird, dann schadet es natürlich nicht, aber der Ansatz ist natürlich ein anderer. Und dann noch YouTube, auch etwas, was gerne übersehen wird. Hier haben Sie die Möglichkeit, auch Werbung zu schalten. YouTube gehört ja auch zu Google. Das hat viele Vorteile. Zum Ersten können Sie ein Werbeformat nutzen, in dem die ersten 3 Sekunden umsonst sind. Das heißt, wenn Sie Ihre Werbung entsprechend gestalten, können Sie hier schon, ähnlich wie bei Google, mit den Suchanfragen filtern und wirklich Leute ansprechen, die auch das haben wollen, was Sie anbieten. Alle anderen klicken nämlich vorher schon auf den Werbung überspringen Button und dann zahlen Sie auch nichts. Sie zahlen erst ab dem Moment, wo diese ersten 5 Sekunden vorbei sind und derjenige sich das Werbevideo länger anschaut. Und natürlich kann man YouTube auch nutzen, um seine Produkte selber vorzustellen und da seinen eigenen Kanal zu machen und aufzuzeigen, was die Lösung kann, in welchen Bereichen sie einsetzbar ist, etc. etc. Ansonsten gibt es natürlich noch Newsletter oder E-Mail-Marketing, das Sie nutzen können, je nachdem, wie intensiv Ihr Sales-Prozess ist und wie viele Kunden Sie auch haben, lohnt sich eventuell auch ein CRM, also ein Customer Relationship Management, wo Sie die diversen Kontaktschritte, die der Kunde mit Ihrer Webseite, mit Ihnen über E-Mail, Kontaktformular etc. hat, aufzeichnen und dann entsprechend nachverfolgen können und sich entsprechend auch darauf einstellen können, wie Sie mit dem Kunden sprechen müssen, welche Informationen er noch braucht. Und zu guter Letzt gibt es natürlich dann die Messenger-Dienste, die ja im Consumer-Bereich natürlich mittlerweile gang und gäbe sind, die aber durchaus auch von B2B-Unternehmen genutzt werden, also WhatsApp-Gruppen, Signal, Threema, das sind alles Möglichkeiten, wo man natürlich vorausgesetzt, der Kunde gibt seine Einverständnis und Sie fragen, holen nicht einfach automatisch seine Telefonnummer in die WhatsApp hinein, sind das gute Kanäle, wo Sie sehr direkt mit dem Kunden kommunizieren können und Ihr Angebot vorstellen können. Ja, das war die Übersicht über eine Webseite, eine B2B-Webseite nach modernen, anschaulichen Erkenntnissen und wie man damit Impulse und Lead-Anfragen generieren kann. Ich bedanke mich vielmals und wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Wohlwand. Dann nehmen Sie doch gerne schon mal Platz in unserer Diskussionsrunde, in unserer kleinen Lounge. Bevor wir zu dieser Diskussionsrunde kommen, möchte ich Ihnen noch mal kurz die Landesinitiative näher bringen. Nämlich zum Ersten möchte ich sagen, vielen Dank. Ja, das ist ja heute die letzte Folge der digitalen Impulse für 2023. Danke, dass Sie mit dabei sind, auch bei dieser Ausgabe. Und wir hatten es ja auch schon mal darauf hingewiesen, eingangs des Webinars, dass wir am 28. September eine ganz besondere Veranstaltung für Sie vorbereiten, beziehungsweise vorbereitet haben dann, nämlich den IKU-Kongress 2023. Die Idee ist es wirklich hier unter dem Motto gemeinsam groß durch die Macht des Netzwerkes eben die verschiedensten Klein- und Kleinstunternehmer und Unternehmerinnen natürlich in Baden-Württemberg zusammenzuführen, in den Austausch zu kommen. Die Wirtschaftsministerin Frau Dr. Hofmeister-Kraut wird ebenfalls an diesem Termin teilnehmen. Und da freuen wir uns, wenn Sie dann zahlreich in Stuttgart dabei sind. Und wir haben Ihnen auch ein kleines Werbevideo mitgebracht. In Stuttgart dabei. Unter dem Motto gemeinsam groß durch die Macht des Netzwerkes werden wir mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut über die aktuellen Herausforderungen der Selbstständigkeit diskutieren. Freuen Sie sich auch auf praxisnahe Impulse in unseren Workshop-Sessions zu den Themen Künstliche Intelligenz, Crowdfunding, agiles Projektmanagement oder Social Media Marketing. Der Kongress ist das Networking-Event für Selbstständige in ganz Baden-Württemberg. Der kostenfreie Kongress bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken mit anderen Selbstständigen.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Genau. Wie schon erwähnt, das Motto gemeinsam groß durch die Macht des Netzwerkes. Freuen Sie sich nicht nur auf einen politischen Talk mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut, sondern wir werden auch eine ganz spannende Keynote haben zum Thema Körpersprache. Wie kann ich direkt beim ersten Eindruck punkten und wie kann ich Gestik, Mimik und Tonfall der Stimme direkt auch schon nutzen, wenn ich networke und Kontakte generiere. Des Weiteren haben wir verschiedene Workshop-Sessions für Sie vorbereitet. Nämlich ist es so, dass wir 2 wiederkehrende Workshop-Sessions vorbereitet haben mit insgesamt 5 Themen. Und dadurch haben Sie dann die Möglichkeit, 2 dieser 5 Themen sich live anzuschauen. Was werden wir haben? Wir werden zum einen einen Vortrag haben zum Thema KI im Unternehmensalltag. Also wie kann ich als Kleinstunternehmen, Herr Bohlmann hat es ja auch schon angesprochen, nutzen Sie beispielsweise ChatGPT, um so ein bisschen die Initialzündung für Ihre Texte zu bekommen. Wie kann ich also KI-Lösungen, die es heute schon auf dem Markt gibt, als Kleinstunternehmen nutzen, um mir meinen Arbeitsalltag etwas leichter zu gestalten? Des Weiteren, wie könnten wir eine Veranstaltung machen zum Thema Networking, wenn wir nicht auf das B2B-Netzwerk LinkedIn eingehen, werden Sie Impulse bekommen, wie Sie LinkedIn besser nutzen können, um Ihr professionelles Netzwerk zu erweitern. Jetzt ist vielleicht nicht jeder im B2B-Kontext unterwegs, sondern vielleicht auch im B2C-Kontext. Und da haben wir Ihnen einen Vortrag vorbereitet, einen Workshop zum Thema Instagram. Wie kann ich also Instagram nutzen, um dann eher meine Kunden, die im B2C-Segment unterwegs sind, eben zu erreichen? Oft arbeiten ja Solo-Selbstständige oder Kleinstunternehmen ja auch mit anderen Unternehmen zusammen, mit anderen Selbstständigen. Man arbeitet oft in agilen Projekten und da ist dann eben die Frage, wie kann ich agiles Projektmanagement nutzen? Wo sind Möglichkeiten, wo sind Chancen und wo sind auch Grenzen der Agilität im Projektmanagement? Und last but not least werden wir uns auch dem Thema widmen, Crowdfunding, also Finanzierung im Netzwerk. Wie kann ich ein Netzwerk nutzen, um Ideen zu realisieren, um Ideen auszuprobieren oder auch gegebenenfalls zu finanzieren? Sie werden im Nachgang dieses Webinars ja, wie schon erwähnt, ein Handout und die Aufzeichnung erhalten. Dort finden Sie auch immer im Footer der E-Mail direkt den Link zur Anmeldung zum EKU-Kongress. Die Veranstaltung ist komplett kostenfrei. Und nicht nur wir würden uns freuen, Sie da zu begrüßen, sondern auch unsere Wirtschaftsministerin, Frau Dr. Nicole Hofmeister-Kraut. Und von ihr haben wir Ihnen auch noch eine kurze Videobotschaft mitgebracht. Unsere Einzel- und Kleinstunternehmen sind eine ganz wichtige Säule unserer Wirtschaft in Baden-Württemberg. Und deshalb freue ich mich schon darauf, beim EKU-Kongress im Haus der Wirtschaft am 28. September mit Ihnen, mit unseren Kleinstunternehmen und den Solo-Selbstständigen in den Austausch zu gehen. Dieses Jahr 2023, am 28. September im Haus der Wirtschaft. Kommen Sie, Sie sind herzlich eingeladen. Es kostet Sie auch nichts. Für uns ist es wichtig, dass wir uns austauschen, dass wir Ihre Schwierigkeiten, Ihre Herausforderungen diskutieren und Sie auf Ihrem Weg begleiten. So, die gute Nachricht, jetzt haben Sie auf jeden Fall den kleinen Werbeblock geschafft und wir gehen direkt in die Diskussionsrunde. Während des Webinars sind schon viele Fragen eingegangen, die wir gleich aufgreifen werden. Sie haben jetzt noch mal ungefähr 60 Sekunden Zeit, diesen QR-Code zu scannen. Wir werden ihn gleich auch noch mal im Vollbild einblenden und dann sehen wir uns in knapp einer Minute wieder zur Diskussionsrunde. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur Diskussionsrunde. Ja, und während der Veranstaltung sind schon einige Fragen eingegangen. Und ein Punkt, den Sie ja angesprochen haben, war ja das Thema, wie wichtig es ist, dass Google versteht, was auf dieser Seite ist, dass es weiß, was ist relevant, worum geht es und wie spiele ich das dann eben auch bei relevanten Suchanfragen aus. Und da haben Sie das Thema der Keywords angesprochen. Da kam die Frage auf, wie komme ich denn an gute Keywords, wie kann ich gute Keywords finden, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und daran angeschlossen eine andere Frage, wenn ich dann die Keywords habe, wie ist es dann ratsam, die so oft wie möglich in den Fließtext reinzubringen? Muss ich die irgendwie in Quellcodes mit drin haben? Wo platziere ich dann also diese Keywords? Ja, also die Keyword-Suche, da gibt es diverse Keyword-Research-Tools. Wenn man Google Ads nutzt, dann hat man da zum Beispiel schon ein Tool mit drin, weil das natürlich für Google Ads essentiell ist. Also das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es diverse andere Anbieter. Da würde ich einfach mal bei Google Keyword Research oder Keyword Finder oder entsprechend, meistens sind das die englischen Begriffe, bei Google eingeben und entsprechend suchen. Oftmals ist das aber auch ein bisschen intuitiv, zumal das auch kein einmaliger Prozess ist, weil
Oftmals ist es so, dass man dann ein Keyword hat, wo man denkt, jawohl, das ist genau das, das ich jetzt benutzen muss, weil das beschreibt das, was ich mache oder das Produkt, das ich habe. Und dann stellt sich aber raus, dass unter Umständen ganz was anderes gemeint wird, weil es irgendein Computerspiel gibt, das irgendwie in Teilen auch so heißt oder weil der Begriff einfach doch in einem ganz anderen Kontext genutzt wird, als man selber das denkt. Das ist immer auch da, muss man immer versuchen, aus der Sicht des Kunden zu denken und überlegen, wie nennt denn der Kunde das Problem, die Lösung, wie nennt der Kunde das Produkt. Das ist also immer so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel oder man muss da quasi auch einfach länger dabei bleiben und versuchen, das dann rauszufinden. Die Platzierung im Prinzip erstmal im Fließtext, ja, da gibt es natürlich dann diverse Tricks und Möglichkeiten, das zu machen. Da würde ich dann aber in der Tat raten, zu einer SEO, also einer Suchmaschinenoptimierungsagentur, zum Beispiel uns, zu gehen, weil da kann man auch viel falsch machen. Also wenn man das übertreibt und dann im Quellcode noch Sachen reinschreibt, die man da nicht reinschreiben sollte, dann bestraft einen auch Google, straft einen ab, indem man dann deutlich schlechter rankt, als man könnte oder unter Umständen ganz rausfliegt. Also da muss man vorsichtig sein. Ansonsten in einem Text nicht so oft, also ich sage mal 3, 4, wenn es ein langer Text ist, vielleicht auch 5 Mal oder 6 Mal, die wichtigsten 2 Keywords und andere Keywords anders. Viel wichtiger ist dabei immer zu bedenken, schreiben Sie für den Kunden, schreiben Sie die Texte nicht für Google, ja? Weil nachher am Ende kauft der Kunde Ihre Lösung oder Ihr Produkt. Und wenn der auf einer Seite landet, wo dann irgendein abstrakter Text steht, der zwar dafür sorgt, dass Sie auf Nummer 1 bei Google ranken, aber er denkt sich nur, um Gottes Willen, was ist das für ein komischer Kauderwelsch, das ist ja gar kein richtiges Deutsch, da kaufe ich nicht, dann ist Ihnen auch nicht geholfen, ja. Also deshalb schreiben Sie für den Kunden, schreiben Sie einen normalen Text erstmal und dann überlegen Sie, zählen Sie, wie oft kommt denn das ein oder andere Keyword vor, also die wichtigsten 3, 4. Und wenn Sie merken, ah, ist vielleicht nur 1 oder 2 Mal drin, dann auf jeden Fall vielleicht noch probieren, kann ich an der einen oder anderen Stelle es noch reinbringen. Am besten natürlich immer in der ersten Überschrift, in der H1, im HTML, das ist sicherlich eine der Dinge, wenn es da drin steht, weiß Google schon mal, okay, in diesem Text geht es um scheint wohl wichtig besagte zu sein. Sache, also das ist auch genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, was super ist, was Sie auch ansprechen, ist so aus der Sicht des Kunden zu denken. Also eine kleine Anekdote, das ist mit einem Fachgeschäft, die dann immer auf ihrer Webseite davon gesprochen haben, dass sie Schlaflösungssysteme verkaufen oder dergleichen, aber eigentlich hat der Kunde eine Matratze oder ein Lattenrost gesucht. Ja. Ja. Und da dann wirklich zu überlegen, was sucht mein Kunde, was ist dessen Problem, worauf Sie ja auch eingegangen sind, was ich dann ja auch sehr spannend finde, dass man aus der Sicht des Kunden denken muss und dann eben auch im Internet gut platziert zu sein, denn ich denke am Ende, Google weiß, was ist für den Sucher relevant, das ist der Job der Suchmaschine und schreibe ich für den Kunden, für meinen eventuell auch Gast, je nachdem, in welchem Gewerbe ich unterwegs bin, dann klappt das auch am Ende mit dem Google-Ranking ganz gut. Weil wir gerade von Google sprechen, kamen auch noch andere Fragen rein dazu, nämlich zum einen haben Sie es ja schon erwähnt gehabt, das, was früher Google My Business ist, ist jetzt das Google-Unternehmensprofil. Ja. Gab es da noch, ist es nur ein Labelwechsel oder gab es da noch weitere Änderungen, die man bedenken müsste? Oder was? Also hauptsächlich ein Labelwechsel, es kamen glaube ich noch ein paar neuere Funktionen dazu. Google baut das ja auch immer aus, was man da alles machen kann und was man noch hinzufügen kann und dann auch die Rezession, die ja Kunden oder Benutzer des Produkts dann oder der Dienstleistung, der Lösung dort auch hinterlegen können. Wichtig ist erstmal, es einfach anlegen, dann hat man es. Man ist dann auch bei Google, also Google weiß, es gibt dann auch die URL, die Webseite und fängt dann auch an, die abzuscannen, also mit den entsprechenden Robotern die Texte zu lesen und im Index aufzunehmen. Außerdem erscheint man dann bei Google Maps eben mit dem PIN, also den hat den entsprechenden Eintrag. Woran man noch denken muss, ist eben, weil Kunden auch Kommentare und Rezensionen hinterlassen können, immer wieder da regelmäßig draufschauen, also nicht das Anlegen und dann nach einem Jahr mal wieder draufschauen und dann stellt man fest, oh, da sind aber 3 negative Bewertungen drauf, sondern da muss man dann schon ein bisschen hinterher sein, auch gucken, was schreiben da die Leute und dann auch Stellung dazu nehmen, beantworten, ja, weil unter Umständen wird dann aus der 2- oder 1-Sterne-Bewertung dann vielleicht doch nochmal eine bessere, wenn man das erklärt und dann auch mit dem Kunden natürlich Kontakt aufnimmt. Also das bitte nicht nur einmalig machen und denken, so jetzt habe ich, sondern sich auch drum kümmern und pflegen. Und dann ist das aber eine gute Ergänzung eben zu dem normalen Sucheintrag und gegebenenfalls der Anzeige auf den eigenen
Markennamen. Und ich denke, gerade dieses Fragentool kann man ja auch sehr gut nutzen. Sagen wir mal, es gibt 5 Fragen, die ständig ihre Kunden und Kundinnen sie fragen, wenn sie zum Hörer greifen und sie fragen, wie ist es eigentlich, wie viel kostet denn eigentlich eine Webseite zu erstellen? Als Beispiel, vielleicht eine Frage, die öfters bei Ihnen kommt, und dann wird die Antwort sein, das kommt natürlich ganz drauf an. Und vielleicht kann man ja solche Fragen auch schon in diesem, in dem Google, ich möchte noch mal Business sagen, in dem Google Unternehmensprofil bei den Fragen platzieren, dass die Kunden da dann schon vielleicht diese Top-Fragen schon dort direkt lesen können. Das ist natürlich dann auch eine Überlegung wert und was dann natürlich auch ein bisschen Entlastung gibt unter Umständen. Weil wir bei Google sind, Sie haben ja gesagt, so ein One-Pager unter Umständen sinnvoll, aber eher nicht ganz so gut. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Google so automatisiert eine Webseite erstellt, basierend auf den Informationen. Kann es unter Umständen auch sinnvoll sein oder sollte man davon, um seriös im B2B unterwegs zu sein, eher Abstand nehmen? Also ich würde es, wenn, dann vielleicht als erste Einstiegslösung, wenn man jetzt schnell eine Webseite braucht und das nutzen will, dann hilft das sicherlich. Und aus Google-Perspektive ist das dann vielleicht auch ausreichend, um zumindest mal irgendwie für die wichtigsten Begriffe aufzutauchen und in den Suchergebnissen zu erscheinen. Aber ich sage jetzt mal, letztendlich möchte man ja dann schon eine individuell gestaltete Webseite haben und sein eigenes CI, das man dann hat, irgendwie auch rüberbringen und dem Kunden damit ja auch eine gewisse Botschaft und Wertigkeit vermitteln. Weshalb ich eigentlich immer rate, sich zumindest eine einfache Webseite erstellen zu lassen. Und wenn man es nicht selber kann, dann zu jemandem gehen. Ich meine, klar, es gibt mittlerweile ja auch die Tools wie Wix oder den Strato Webseitenbilder oder also wie auch wie die Webseiten quasi ein Baukastensystem, genau. Was Sie da meinen. Also auch das als Einstieg durchaus sinnvoll. Kann man natürlich nutzen, auch als Einstieg, keine Frage. Hängt vielleicht auch mal so ein bisschen davon ab, wie man selber da ein Händchen hat für grafisches Gefühl und Design. Letztendlich wirkt es aber natürlich immer professioneller, wenn da Kontinuität und auch Gedanken dahinter stecken, die von Anfang an durchgedacht sind. Ja? Also deshalb sagte ich am Anfang ja auch, setzen Sie sich erstmal zusammen. Gehen Sie die Zielsetzungen durch, also dann auch durchaus mit der entsprechenden Agentur oder dem Grafiker, wie man dann, wenn man weiß, das und das möchte ich mit der Webseite erreichen, das dann auch grafisch umsetzen kann, welche Informationen wo stehen sollten. Genau. Das Thema der, also da sprechen wir ja auch sehr stark über das Thema der Differenzierung. Also wie kann ich mich differenzieren im Vergleich zu Wettbewerbern? Oft ist es ja so, der Kunde kommt vielleicht auf meine Webseite, sagt, ah, das könnte ja interessant sein, ja, notiert sich vielleicht die URL nicht, setzt sich kein Lesezeichen, vergisst den Namen des Unternehmens. Und wenn man dann natürlich vielleicht eine Webseite hat, die so Key-Visuals hat, die einen Wiedererkennungswert schafft, dann ist es natürlich vielleicht auch nicht schlecht, dass sich der Kunde daran erinnert und dann wieder die Seite quasi identifizieren kann und weiß, Moment, das waren doch die. Und wenn wir gerade so auch vom CI sprechen, Sie haben ja von der Bildsprache, Farbensprache gesprochen. Dazu kamen einige Fragen rein, nämlich zum einen so das Thema, ein Bild als Hintergrund zu haben. Ob das oder gar ein Video, hat man ja auch manchmal bewegt, ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll oder sollte es lieber einfarbig sein, weil es mit Bild und Video zu unruhig sein könnte? Kommt darauf an, welches Produkt, Dienstleistung ich da jetzt anbiete, wie auch das, die Erscheinung sein soll. Ich meine, es gibt ja durchaus, meistens sind es dann größere Unternehmen oder viele dann auch aus dem Agenturbereich, die natürlich da im Hintergrund irgendwie ein Bewegtbild haben, um eine gewisse Freshness oder Jugendhaftigkeit auch darzustellen. Das kann man schon machen, da muss man dann aber wirklich dann mit der entsprechenden Agentur oder dem entsprechenden Webdesigner und den entsprechenden Grafik Expertinnen und Experten zusammenarbeiten, weil da geht es dann darum, einmal ein Bild zu haben, das dann auch von der Datenmenge einfach gering ist, weil Sie müssen bedenken, das wird dann jedes Mal geladen, jedes Mal, wenn die Seite neu geladen wird und es nicht zufälligerweise im Cache ist, muss er das ganze Bild oder das Video dann wieder laden. Da muss man dann auch darauf achten, dass es nicht zu grell ist, um den Text völlig überlagert oder völlig ablenkt, ja, weil dann guckt jeder auf dieses Bild und nimmt aber die Information nicht mehr wahr. Also ist jetzt so in einem Satz schwer zu beantworten, kommt wirklich darauf an, was bin ich für ein Unternehmen, was bin ich für ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, wie möchte ich mich selbst darstellen, was habe ich auch als Dienstleistung und Produkt und dann aber auf jeden Fall mit den entsprechenden Expertinnen und Experten das angehen und nicht jetzt einfach irgendwo was reinladen. Das ist wahrscheinlich sehr gefährlich. Sie hatten ja angesprochen, grelle Farben sollte man vielleicht vermeiden, dann nach Ihrer Farbenlehre quasi wurde dann gefragt. Man hat jetzt hier in dem Fall eine Dame, die sagt, oder ich
vermute es oder ein Herr, die als Unternehmensfarben Blau und Grün haben und dementsprechend einiges in den Farben gestalten möchte, ist davon dann eher abzuraten, vielleicht dann keine H1-Überschriften in den Farben zu machen, sondern eher zu gucken, wo kann ich vielleicht dezent diese Farben unterbringen. Wie ist da Ihre Einschätzung dazu? Ja, also ich bin jetzt kein Farbenexperte oder Psychologe. Also ich weiß, früher aus Unternehmensberatung hieß es immer, ne, dunkelblaue Anzüge, das ist die Farbe von IBM, weil da gab es wohl Studien in den 60er und 70er Jahren, dass also wenn man diesen dunkelblauen Anzug hat, dann ist die Verkaufsrate deutlich höher, als wenn man einen anderen farbigen trägt. Da gibt es aber mittlerweile bestimmt andere Thesen und Studien. Ich sage mal so, wichtig ist vor allem erstmal, die Farben gezielt, also vor allem grellere Farben gezielt einzusetzen. Ja, und bei der Farbwahl, gerade wenn es jetzt um den Text geht, also Überschriften, aber auch den einfachen Text, Farben zu wählen, die gut lesbar sind. Ja, vor allem auch immer bedenken den Hintergrund. Also wenn ich einen weißen Hintergrund habe, dann natürlich dann etwas dunklere Farben. Bedenken Sie auch immer, es gibt Leute, die eine Grün-Rot-Schwäche haben, ja, oder generell farbenblind sind. Leute mit Sehbehinderung, die vielleicht dann auch nur Graukontraste sehen und dann bei bestimmten Farben das schon nicht mehr unterscheiden können. Oder wenn sie einen sehr hellen Blauton auf einem weißen Hintergrund haben, dann ist das für manche Personen dann schon nur noch sehr schwer lesbar. Also da deshalb einfach einen satten Kontrast, der jetzt nicht zu knallig ist, gut lesbar ist, ist jetzt also für Text immer wichtig. Bei den Bildern ist dann nochmal was anderes oder den Designelementen drumherum. Ja, wenn man es da poppig und knallig mag, dann kann man das natürlich nutzen. Ich gebe immer zu bedenken, wichtig ist halt die Information natürlich vor allem, in der Regel in einem B2B-Kontext vor allem. Solange das nicht zu sehr davon ablenkt, ist das okay. Ich würde es eher immer nutzen, diese Farbakzente, um auf bestimmte Dinge hinzuweisen, also auf ein bestimmtes Feature oder ja, bestimmte Angaben etc. Da lassen sich dann Farben gut nutzen, um das Auge darauf zu lenken. Bedenken Sie auch immer den Leerraum. Ich komme ja ein bisschen aus dem Grafikdesign. Seiten, die vollgestopft sind mit Elementen, wo die Abstände sehr klein sind und man deshalb sehr wenig Weißraum oder Leerraum hat, wirken immer sehr schnell überfrachtet und unleserlich. Also durchaus auch mal Platz zwischen einzelnen Elementen lassen, zwischen dem Text und der Navigation rechts oder oben und dem Bild und so. So dass man einfach schnell und einfach an die Informationen kommt. Da ist dann in dem Fall weniger mehr. Genau. Ja. Eine Frage kam rein und da befürchte ich fast, dass da hatten wir auch schon eine Veranstaltung dazu vor 2 Jahren. Das füllt ganze Seminare und Semester, glaube ich, an Universitäten und Hochschulen. Nämlich das Thema, wie komme ich denn an eine rechtssichere, datenschutzsichere Seite heran? Wie kann ich da vorgehen? Gibt es da eventuell Vorlagen? Da müssen Sie mir helfen, ob Ihnen dieses Wort etwas sagt, mir persönlich nicht. Also, die Frage lautet nämlich, wie komme ich an eine rechtssichere datenschutzsichere Seite? Zum Beispiel wird Calendly nie erwähnt. Sagt Ihnen dieser Begriff etwas? Mir persönlich leider nicht. Calend? Das ist dieses Wort hier. Sagt mir jetzt irgendwas, wenn es jetzt irgendwie ein Kalenderprogramm sein sollte. Darüber kenne ich es jetzt. Das könnte natürlich sein. Aber nicht. Vielleicht, wenn Sie möchten und sich gerade angesprochen fühlen, ergänzen Sie das gerne nochmal. Aber vielleicht das Thema Datenschutz, vielleicht können generell, wir das generell, ja. Machen. Also am besten über den Rechtsanwalt, ganz ehrlich. Der kennt sich damit aus. Der kann dann auch begutachten, welche Sachen Sie brauchen, ja, was Sie anbieten, welche Plugins, Cookies, Kontaktformulare etc. Sie alle nutzen. Denn gerade die Datenschutzgrundverordnung ist ja stark davon abhängig, was ich auch einsetze. Es gibt, ich glaube, E-Recht 24 oder so ähnlich heißt das, und bestimmt auch ein paar andere so Datenschutztextgeneratoren, die das zumindest mal in einfacher Form und Weise machen, wo man dann sagen kann, das nutze ich, das nutze ich, das nutze ich. Und dann hat man bestimmte Standardtexte. Das ist sicherlich mal eine erste Lösung, vor allem wenn man jetzt eher eine einfache Webseite hat, wenn es jetzt aber wirklich darum geht, dass Sie Newsletter-Marketing machen und Sie sammeln jetzt quasi die E-Mail-Kontakte und nehmen die dann in Ihr Newsletter-Programm und schicken dann damit regelmäßig Newsletter raus, dann muss das ja schon entsprechend auch abgesichert sein und in den Datenschutzvereinbarungen dann entsprechend aufweisen, besonders wenn Sie womöglich noch irgendwelche Third-Party-Software, also Drittanbieter-Software nutzen, über die Sie dann die Newsletter verschicken. Also da in der Tat im Zweifelsfall dann lieber ein paar Euro in die Hand nehmen und den Anwalt konsultieren, als nachher viel Geld zahlen zu müssen, genau. Weil jemand
Ich denke gerade, wenn wir ja das auch in unserem Thema hatten, den Titel, ne, die Webseite, um Leads zu generieren, das bedeutet ja natürlich auch, Sie hatten das Kontaktformular angesprochen, da erhebe ich ja auch unter Umständen personenbezogene Daten. Richtig. Und da vielleicht sich nochmal doppelt absichern zu lassen durch eine Rechtsberatung. Klar, natürlich kann man sich AGBs und Datenschutzrichtlinien irgendwo aus irgendeinem Dokument herauskopieren, ob die am Ende aber wirklich in ihrem Fall zutreffend sind oder nicht, kann am Ende dann tatsächlich wirklich nur ein Fachanwalt, Fachanwältin eben dann bestimmen. Da ist es vielleicht dann, wie Sie schon sagen, gut investiertes Geld, das nochmals wirklich sicher zu machen. Wenn wir auch gerade schon von Datenerhebungen sprechen, welche Möglichkeiten habe ich denn, also was für Daten kann mir denn im Idealfall eine Webseite liefern, die ich dann auch für mein weiteres Marketing nutzen kann? Ich denke so an Google Analytics, an andere Analyse-Softwaren. Wie gehe ich da vor? Was ist vielleicht ein ganz gutes Produkt und welche Informationen oder worauf soll ich achten, was ich auf jeden Fall rausziehen kann und wie ich es dann in mein Marketing einbauen kann? Sie meinen jetzt wahrscheinlich Daten, die jetzt mit Hilfe gerade von Tools wie Google Analytics automatisch generiert werden, theoretisch kann ich natürlich je nach Prozess, den ich dann aufsetze, alles Mögliche erfragen. Da gibt es natürlich mehrere Tools. Google Analytics ist natürlich eins, das ganz vorne steht, das natürlich aber auch immer wieder in den Schlagzeilen steht, eben wegen Datenschutz und Rechtsbedenken. Mhm. Da jetzt einzusteigen, würde, glaube ich, zu weit führen. Man sieht da sehr viel, wobei mittlerweile Google jetzt umgestellt hat auf das sogenannte Google Analytics 4, GA4. Das im Vergleich zu der alten Version meiner Meinung nach zumindest noch sehr unübersichtlich ist, um da dann quasi die Informationen rauszukriegen, wer hat welche Seite besucht und danach dann die Seite angeschaut und dann das Kontaktformular ausgefüllt. Deutlich umständlicher, als es noch in der alten Version war. Warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber ja, das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Da gibt es auch noch andere Anbieter. Mhm. Dann gibt es natürlich die benannten CRM-Tools. Also HubSpot ist da so eine Sache, die, wenn man jetzt ein etwas größeres Unternehmen ist, ganz vorne mitspielen, die dann also in der Tat die Daten, die in den Formularen reinkommen, dann gleich übernehmen und dann in dieses CRM speichern. Und dann kann man sich dort also quasi auch anschauen, okay, der Kunde kam an dem Tag, er kam über diese Webseite, hat sich das Produkt angeguckt. Wenn der dann nochmal kommt und immer noch das Cookie drin hat, dann kann man unter Umständen sehen, jetzt hat er sich die Seite auch noch angeschaut und das halt entsprechend aufbereitet, um quasi dann der Vertriebs- und Sales-Abteilung quasi die entsprechenden Informationen liefern zu können und zu sagen, hey, pass mal auf, also, jetzt hat er sich schon die und die und die Seiten angeguckt, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, mal anzurufen und zu fragen, was brauchst du denn eigentlich noch an Informationen? Oder wie können wir dir noch helfen? Ja, hast du noch irgendwelche Bedenken? Da gibt es diverse Dinge. Das ist aber, ich sage jetzt mal, in dem Bereich, wo wir jetzt, also in dem Clients, also ein Personenfirmen oder Kleinunternehmen jetzt eher, würde ich da jetzt eher mal von abraten. Also zum einen kosten diese in der Regel dann recht viel und man muss sie dann auch bedienen und füttern und auswerten und da braucht man in der Regel dann schon ein Team dazu. Also okay. Wenn man jetzt einen größeren Sales-Prozess hat, ja, kann man sich das überlegen. Also wenn nicht der absolute Crack als Alleinunternehmer sollte man eher davon, ist so der Kosten-Nutzen-Verhältnis, steht da nicht so im Verhältnis. Aber eine Frage kam noch nach einem anderen Tool, nämlich das nach dem Tool Funnel Cockpit, falls Ihnen das etwas sagt. Und da die Frage, würden Sie das Tool empfehlen oder eben nicht und welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben? Also ich habe es persönlich noch nicht benutzt, noch nicht im Einsatz gehabt. Im Prinzip handelt es sich darum, dass man den Marketing-Funnel, also was ist ein Marketing-Funnel, das ist der Trichter. Man geht quasi davon aus, dass man im ersten Schritt Personen hat, die auf einen aufmerksam werden oder die man ansprechen möchte, die erstmal allgemein, das hatte ich ja beschrieben in dieser Customer Journey, quasi erstmal allgemein informiert werden wollen über eine bestimmte Lösung zu einem Problem, aber noch gar nicht so unbedingt jetzt im Kauflaune sind und sagen, ja, ich kaufe jetzt sofort. Die kommen aber vielleicht schon mal auf die Webseite und schauen sich das an und dann mit diesen Funnel-Tools kann man sich dann diese Funnels quasi erarbeiten und dann sagen, okay, jetzt hat er sich das angeschaut. Und dann kriegt er zum Beispiel eine Mail, also in dem Moment, wenn man seine Mailadresse zum Beispiel schon hätte, kann man sagen, okay, jetzt ist er noch im Informations-
Modus. Wir schicken ihm erstmal die Informationen und dann kriegt er aber automatisiert bestimmte E-Mails im Laufe der Zeit geschickt, die ihm dann, ja, oder wenn er wieder zurückkommt auf eine bestimmte andere Seite, dann gibt es quasi einen Trigger, die dann sagt, okay, jetzt schicke ich ihm tiefergreifende Informationen, jetzt schicke ich ihm die ersten Produktinfos und jetzt frage ich direkt mal an, hey, wie sieht's denn aus? Kann ich dich mal anrufen, wie sieht eine Telefonnummer oder sowas? Das kann man sich damit zusammenbauen, dann auch die entsprechende Webseite bauen, die dann entsprechende Formulare schon hält. Das ist im Prinzip so ähnlich wie diese Webbaukastensysteme, halt spezialisierter auf mit diesem Marketingblick, um zu sagen, okay, ich möchte den Nutzer wirklich führen in seinem Entscheidungsprozess und ihn mit den entsprechenden Informationen auch automatisiert zu versorgen. Lohnt sich das nicht? Man braucht ein Verständnis davon, wie diese Customer Journey aussieht, sonst hilft einem das nicht viel, sonst rät man da ins Blaue rein und schickt dem Kunden irgendwelche Infos, die er zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht braucht oder hat oder gar nicht will und dann zack, meldet er sich wieder ab. Das ist dann schon was, wo man sich mit intensiver auseinandersetzen muss. Ich meine, meiner Meinung nach lohnt sich das eh immer für jeden Unternehmer, mal zu überlegen, wie entscheidet denn der Kunde, welchen Weg geht denn der, welche Informationen braucht er immer. Aber das muss man dann schon tun, wenn man solche Tools einsetzen will, auch wenn die vielleicht immer so suggerieren, dass das mit ihnen alles toll und vollautomatisiert geht und wir das schon machen. Aber es braucht dann schon ein Verständnis dafür, wie denn diese Kundenreise eigentlich auch aussieht. Genau. Also A, die Kundenreise verstehen, den Weg des Kunden, dessen Bedürfnisse an den verschiedenen Touchpoints, wo er mit dem Unternehmen in Berührung kommt. Und dann, Sie haben ja vorhin das ja auch so ein bisschen angesprochen, so eine Anlehnung ans AIDA-Modell, ne? Aufmerksamkeit, genau. Interesse und dann wie beim Sales Funnel eben nach hinten wird es immer enger, bis dann eben idealerweise der Abschluss erfolgt und der Verkauf. Kleiner Nachtrag, gerade eben kam noch die Meldung, also bei Calendly hat es sich tatsächlich um ein Terminanfrage- und Terminbuchungssystem gehandelt. Und da war eben ein bisschen unklar, wie das jetzt eben datenschutzrechtlich ist. Klar, sicherlich, da gibt man personenbezogene Daten unter Umständen an, wenn man sagt, rufen Sie mich bitte auf Handynummer XY an oder E-Mail-Adresse zur Terminvereinbarung für die Bestätigungsmail, wie eben schon erwähnt. Da eine pauschale Antwort zu geben, schwierig. Im Zweifelsfall ist da der Anwalt oder die Anwältin zu konsultieren. Oder mal bei dem Unternehmen selber gucken, was die dazu schreiben. Also da braucht es bestimmt einen Datenverarbeitungsvertrag oder wie sich das nennt. Ja, also weil ich ja meine Kundendaten an einen Drittanbieter übergebe, da brauchst du also diese Vereinbarung sicherlich. Aber ja, also ich bin da jetzt auch nicht der Experte für. Ja. Da hilft es dann im Zweifelsfall. Ich würde jetzt so ein bisschen in den letzten Themenblock vordringen wollen und das war, was Sie auch oft angesprochen haben, so das Thema Vertrauen erwecken, gerade im B2B-Bereich, wenn ich vielleicht Produkte habe, die teuer sind, die erklärungsbedürftig sind. Sie hatten Case Studies angesprochen. Zunächst zur Case Studies würde ich gleich auch noch kommen wollen, weil eine Frage da reingekommen ist, aber zunächst einmal, welche, nochmal vielleicht grob zusammengefasst, welche Elemente kann ich nutzen, um wirklich Vertrauen zu nutzen? Wäre es beispielsweise sinnvoll, wenn man dann einen Reiter hat, unser Team, und dann man eben die Personen mit Bild hinterlegt, damit man weiß, dort arbeiten auch nur Menschen, wie sehen die aus, wie ticken die so? Also welche Kniffe kann ich da vielleicht nutzen, um wirklich Vertrauen zu erwecken bei dem Kunden? Ja, also an erster Stelle würde ich da immer die tiefgreifende Information vor allem mal nennen, weil es einfach schon mal ein großer Unterschied ist, wenn ich einfach nur ganz kurz mein Produkt oder meine Lösung beschreibe oder wenn ich wirklich in die Tiefe gehe und wichtig eben auch aus der Kundensicht schreibe, ja, und quasi sage, du hast dieses Problem und genau das, dafür haben wir eine Lösung, weil wir in dem und dem Szenario, in dem Einsatzgebiet das und das leisten können, weil der Kunde sich dann einfach schon mal hineinversetzt fühlt, wie das aussieht. Das kann man auch, ne, auch im Text vielleicht sogar beschreiben. Wie sieht denn das aus? Ja? Also wenn du mein Produkt benutzt, dann hast du die Erlebnisse, Erfahrungen, was auch immer das jetzt irgendwie ist. Also durchaus auch etwas ausführlicher beschreiben, wie sieht denn der Alltag aus, wenn du mein Produkt benutzt? Ja? Also wenn du jetzt meine CRM-Software nutzt, wie sieht dann dein Arbeitsalltag aus im Vergleich zu, wenn du keins benutzt? Ja? Also völlig unorganisiert. Stapeln sich überall die Kontakte und der eine ruft an, ich habe ja vor 3 Wochen schon eine Anfrage gestellt, während wenn du mein Produkt benutzt, dann gehst du völlig entspannt. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Oftmals sind es dann auch Dinge, an die man selber gar nicht denkt oder die mit dem Produkt gar nichts zu tun haben. Ja? Also CRM-Management, ich gehe aber entspannt in den Arbeitstag und auch entspannt wieder nach Hause, weil ich alles im Griff habe, weil ich Ordnung habe. Das sind alles so Trigger, die natürlich ein Gefühl bei dem Besucher oder beim Leser dann, der Leserin dann auslösen,
die dafür sorgen, okay, der hat es verstanden, der ist es jetzt nicht, der bietet es nicht nur an, sondern er weiß wirklich, worum es geht, der holt mich ab und nimmt mich mit. Also da wirklich schon da ansetzen. Und dann geht es natürlich immer weiter über Case Studies, Testimonials, auf jeden Fall wichtig. Aber natürlich hilft auch eine gewisse Persönlichkeit zu zeigen, das Team zu zeigen, sich selber zu zeigen, wie es in dem Unternehmen, ja, wie man da arbeitet, wie es dazugeht. Dafür eignet sich natürlich jetzt die sozialen Medien, gerade LinkedIn natürlich besonders, wo man nicht nur über Produkte schreiben sollte, sondern in der Tat auch ein bisschen zeigen sollte, warum sind wir eigentlich da, was haben wir für Werte. Aber das sind dann so die zweite Kategorie. Also viel wichtiger finde ich immer, das Problem des Kunden mal zu verstehen und sich die da, Schmerzpunkte. Die Schmerzpunkte. Dass man die Pain des Kunden kennt. Ja. Und ich denke, Sie haben es ja auch gesagt, kurz das Thema so Videomarketing, Videos auf YouTube. Ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn man das machen kann. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, solo selbstständig unter Umständen und dann noch Videomarketing mit YouTube-Kanal zu implementieren, natürlich schwierig. Aber wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, ich denke, Sie haben diese Case Studies angesprochen, Testimonials im Sinne von Kundenstimmen vielleicht zu platzieren, vielleicht auch mit kleinen Videoaufnahmen, die dann einfach authentisch sind. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, diese Authentizität, dass die spürbar ist. Dann kann man da sicherlich auch viel mit anstellen, aber klar natürlich, Videos, Tutorials, How-to-Videos, wie man vielleicht mit dem Produkt umgeht, darf man natürlich nie vergessen, ist natürlich auch dann zeitlich und schwierig umzusetzen, wenn man wenig Kapazität unter Umständen hat. Wobei es da mittlerweile schon auch Lösungen gibt oder Ideen. Also, ja, man muss ja, also erstens mal natürlich, wenn ich jetzt selber das alles machen will und vor der Kamera stehen will, dann muss ich erstmal die Persönlichkeit sein, die das kann. Ja, nicht jeder stellt sich einfach so locker, flockig vor die Kamera und spricht dann da selbstbewusst hinein. Das muss man ja erstmal üben. Aber es braucht ja unter Umständen gar nicht immer eine Person oder Personen oder ein Bewegtbild. Oftmals reicht es ja auch schon, wenn ich einzelne Grafiken habe, die ich dann mit den entsprechenden Tools von Adobe auf der Webseite oder Canva, so eins, das mir einfällt, die ich dann animieren kann. Also wo ich dann quasi eine Art Slideshow habe, die dann auch schon für Bewegung sorgt und damit auch schon interessant ist. Und das reicht ja vielleicht für den Anfang schon mal. Aber dann habe ich immerhin schon mal etwas. Ich bin präsent auf YouTube oder ich bin präsent mit einem Video auf LinkedIn oder Facebook oder wo auch immer ich Werbung machen möchte. Und ich kann mein Produkt dann irgendwie auch darstellen. Also manchmal reicht da auch schon der einfache Weg, bis man dann vielleicht dann so weit ist und sagen kann, gut, jetzt kann ich mir eine Agentur leisten oder irgendjemanden, der Video und Schnitt kann und das dann etwas besser macht. Ja. Da die Frage in dem Zusammenhang, weil ich erwähnt hatte, diese White Paper Thematik, die noch reinkam, hier war die Frage, also wie kann ich denn so ein White Paper qualitativ hochwertig gestalten, dass es auch vertrauenserweckend ist? Gibt es da dazu müsste ich also jetzt immer in der Sache stehen. Letztendlich ganz einfach. Wenn der Kunde dafür bezahlen würde, dann ist es hochwertig genug, auf jeden Fall. Also wenn Sie sagen können, okay, ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt für 10 Euro oder 30 Euro oder vielleicht auch 50 Euro anbiete, dann würde es dafür welche geben oder Personen geben, die das so für so interessant und halten und so einen Mehrwert drin sehen, dass sie es auch kaufen würden für die 10, 15, 20 Euro, dann auf jeden Fall. Ja. Also da in diese Richtung zumindest mal gehen. Also ansonsten kann ich das jetzt, dann müsste ich jetzt wissen, worum es geht. Und natürlich. Ich denke, was da einfach wichtig ist, dass die Texte gut geschrieben sind, fehlerfrei sind, dass man vielleicht gute Bilder verwendet, eben nicht vielleicht ein Stockvideo oder Stockbild, was man vielleicht schon ganz oft gesehen hat. Das natürlich vielleicht auch eigene authentische Bilder, dass man vielleicht auch eine Vorlage hat. Ich denke mal, wenn man wiederkehrend Case Studies macht, dass die immer gleich aufgebaut sind, dass es der Kunde weiß, ich habe die eine Case Study gelesen, ich weiß, wie ich die zweite quasi handhaben muss, dass ich sie schnell durcharbeiten und verstehen kann. Und im Zweifelsfall, klar, Sie hatten gerade auch Canva angesprochen, wo man unter Umständen sich ja auch ein schönes und professionelles Layout selbst gestalten kann mit relativ wenig Auswahl. Da gibt es natürlich auch andere Anbieter und es gibt natürlich ja auch Agenturen, die da einen helfen können. Sie hatten es ja auch beim Texten gesagt, ne, dass vielleicht KI-Tools so ein bisschen als Sparringspartner dienen können, um vielleicht Ideen zu haben, um schon mal erste Textbausteine zu haben. Natürlich kann man sich dann auch im Einzelfall überlegen, ist da vielleicht in dem Fall eine Agentur, das Investment dafür zielführend. Ja, Sie sagten es ja auch, nicht jeder kann sich vielleicht bei einem YouTube-Channel vor die Kamera stellen und jetzt kann vielleicht ein Solo-Selbstständiger die beste Person sein, um Probleme zu lösen, wenn wir mal einfach in der IT-Landschaft bleiben oder dergleichen. Aber das dann vielleicht zu vermitteln in Texten, kann dann vielleicht wieder schwierig sein, weil man sehr schnell, sage ich mal, in die Fachebene abrutscht und man dann gar nicht
die, wie schon erwähnt, die Schmerzpunkte des Kunden vielleicht identifiziert und sich da vielleicht Feedback zu holen, professionelle Hilfe, kann dann im Zweifelsfall wirklich ein gutes Investment sein. Ja. Ein Punkt noch ganz kurz, nicht, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde. Also ich will nicht sagen, dass man nicht auch einfache PDFs oder sowas zum Download anbieten sollte. Im Gegenteil, mir geht es darum, sie als Incentive zu nutzen, damit jemand seine E-Mail-Adresse da lässt. Weil da ist einfach die Erfahrung mittlerweile, da möchte ich dann schon irgendwas haben, damit ich meine Daten preisgebe, das dann auch einen Mehrwert generiert. Ansonsten so viel wie möglich und wenn es hilft, sowieso. Also, aber diese Informationen im Prinzip kostenlos oder ohne Austausch von E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten anbieten, sondern jemand, der auf der Webseite landet, sollte in der Möglichkeit haben, auch die entsprechenden Informationsbroschüren, Datenblätter etc. runterzuladen. Also und zwar möglichst schnell, möglichst einfach. Ja, also die muss er sofort finden. Auf der Produktseite müssen die entsprechend auffallen und da muss klar sein, da klicke ich drauf und dann muss das Ding irgendwie auch sofort laden und nicht erst irgendwie noch fragen, oh, jetzt musst du aber noch hier klicken und jetzt musst du noch 15 Fragen beantworten. Weil das verschafft, weil wir es von Vertrauen hatten, auch das verschafft Vertrauen in das Unternehmen, weil dann heißt, okay, der will jetzt nicht nur irgendwie von mir unbedingt was haben, damit er mich anrufen kann und mir dann sein Verkaufsgespräch quasi aufdrücken kann, sondern der gibt mir das, was ich brauche, die Information. Und klar, dann gehe ich doch, wenn ich dann wirklich überlege, wo gehe ich jetzt hin, wo kaufe ich ein, na da, wo ich die Informationen schnell und einfach gekriegt habe und sie dann auch noch gut zusammengefasst waren und mir geholfen haben, dann frage ich doch da mal an, was kostet das übrigens? Ja, ja. Was Sie gesagt haben und was, glaube ich, ein sehr gutes und schönes Schlusswort ist, es geht darum, dem Kunden, die Kundin, der Kundin Mehrwert zu schaffen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir Ihnen heute Mehrwert geschaffen haben, aber nicht nur heute, sondern auch mit der gesamten Reihe der digitalen Impulse. Und wenn wir am 28. September im Haus der Wirtschaft in Stuttgart mit unserem Kongress für Ein-Personen- und Kleinstunternehmen Ihnen auch Mehrwert stiften können, dann sind wir da sehr, sehr froh, denn genau das ist unser Streben und unser Ziel. Die Frage kam noch rein, ob dieser Kongress eigentlich eine komplett Online-Veranstaltung sei oder teilweise online übertragen wird. Nein, das ist tatsächlich geplant als eine Präsenzveranstaltung, weil wir einfach auch das Ziel haben, Ihnen nicht nur einen Wissensimpuls zu geben mit den verschiedenen Workshops oder den Keynotes, sondern wir möchten da einfach uns platzieren und dass Sie wissen, dass Sie diese Veranstaltung nutzen können, um einfach andere Selbstständige kennenzulernen, sich auszutauschen und dann eben auch voneinander zu lernen, vielleicht Projekte initiieren, zusammenarbeiten können und Kooperationen bilden. Das ist so das Anliegen unseres EKU-Kongresses am 28. September. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie heute dabei waren und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in Stuttgart noch persönlich kennenlernen würden. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.